Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Power-Team werden, mit dem du alles erreichen kannst. Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Heute geht es zum Thema Neustart. Neustart nach Corona natürlich, aber auch Neustart allgemein. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, den Thomas Klüssmann. Herzlich willkommen, Thomas, und Grüße nach Köln. Und Thomas ist, ja, er hat unheimlich viele Online-Unternehmen schon gegründet. Er ist einer der profiliertesten Online-Marketing-Experten Deutschlands. Und er hat Online-Kongresse mit seinem Partner Christoph Schreiber organisiert, wie Gründerkongress, Finanzkongress, Erfolgskongress. Also wenn jemand weiß, wie man ein Business vor allen Dingen auch online aufbaut, dann ist es er. Also herzlich willkommen, Thomas. Und natürlich, wir fragen uns ja jetzt alle, ne? Wir stehen irgendwie in den Startlöchern nach dieser Corona-Pandemie, die ja überall bei allen ja Federn gelassen hat. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Und deswegen erstmal deine Frage, wie hast du als Online-Marketer ja, also der, sag ich mal, sehr vorausschauend schon im Online-Business breit aufgestellt war, wie hast du die Pandemie erlebt oder die Corona-Zeit bis jetzt? Ja, war eine sehr spannende Zeit. Vielen Dank auch erstmal für die Anmoderation und die Einladung hier. Ich freue mich auf das Gespräch. Klar sind wir vorausschauend, klar sind wir innovativ, aber dass Corona kommt, haben wir ja auch nicht gewusst. Und das kann man, glaube ich, auch nur sehr bedingt vorausplanen. Klar, wir als eher Onliner, auch wenn wir Offline-Veranstaltungen auch veranstalten, sind da natürlich irgendwo im Vorteil, weil wir waren halt schon insofern vorbereitet, dass wir unsere Prozesse schon sehr digital hatten. Also vor der Pandemie hatten wir vielleicht 80% Online-Umsatz und Online-Prozesse. Und das haben wir dann von 80% auf 100% logischerweise hochgeschraubt. Das ist natürlich eine andere Herausforderung, die wir dann an der Stelle hatten als andere, die da völlig kalt erwischt wurden, weil sie online gar nicht aufgestellt wurden. Wir können uns alle noch daran erinnern, die Ladengeschäfte, die quasi von heute auf morgen schließen mussten und da ganz andere Herausforderungen hatten. Und deswegen habe ich trotzdem natürlich das als sehr spannende Zeit erlebt, weil es sehr starke Veränderungen mit sich gebracht hat, weil plötzlich sind alle online gegangen, die es bisher noch nicht waren, und die schon waren, haben es noch mehr forciert. Und natürlich haben sehr, sehr viele Leute Ängste gehabt. Sehr, sehr viele Leute hatten sehr viele Fragen, standen vor völlig neuen Herausforderungen. Und ich habe da so zwei Kategorien im Prinzip kennengelernt. Die einen, die gesagt haben, ach, ich lehne mich jetzt mal zurück, Corona geht vorbei. Ich nutze jetzt vielleicht mal die Zeit, einfach mal ein bisschen die Füße hochlegen, vielleicht mal ein Buch schreiben, wenn man das schon immer mal vorhatte. Und auf der anderen Seite viele Leute, die aber dann auch die blanke Panik gesehen haben und dann versucht haben, so Digitalisierung, Online-Marketing, was sie vielleicht 5 oder 10 Jahre schon verschlafen hatten, dann in 5 Wochen auf die Beine zu stellen. Und das hat bei manchen ganz okay, bei manchen weniger okay funktioniert. Und ich glaube, wir alle haben in dieser Pandemie, wenn sie denn was Positives auch hat, sehr viel gelernt, vor allem auch sehr viel über uns selbst gelernt. Und das können wir vielleicht raus mitnehmen, aber natürlich ist es eine sehr, sehr harte Zeit für jeden, weil jeder davon irgendwie betroffen ist. Jetzt hast du es schon angesprochen nach dem Motto, klar, Digitalisierung, und keiner kann ja auch drumherum, also jetzt erst recht nicht mehr. Und viele sind ja jetzt durch Corona quasi digital gestartet. Und du sagtest so schön, mehr oder weniger gut, online in 5 Wochen. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sagt, okay, so langsam geht's ja auch ein bisschen wieder offline. Was würdest du denn jetzt raten für einen quasi Neustart nach Corona, auch mit dem Hintergrund, dass man online mitnimmt oder vielleicht ja auch erst wieder jetzt dann doch macht am Ende des Tages, weil ja das Ende nicht ganz so abzusehen ist. Ne? Ja, also ich bin jetzt vielleicht doch ein bisschen voreingenommen, weil ich halt so einen starken Online-Fokus persönlich habe, und jetzt wäre es irgendwie seltsam, wenn ich was anderes antworten würde, als zu sagen, okay, online ist die Zukunft. Aber wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken, dann sehen wir natürlich diesen Trend der Digitalisierung schon recht lange. Auch die Politik hat das ja schon erkannt, und wenn die Politik was erkennt, dann ist es dann doch schon in der breiten Masse auch irgendwie angekommen. Trotzdem haben viele Unternehmen die letzten Jahre das immer noch stark vernachlässigt, sich online aufzustellen. Also natürlich sehe ich online die Zukunft, und natürlich entwickelt sich sehr viel in diese Richtung, aber das wird nicht so sein aus meiner Perspektive, dass wir in Zukunft alles nur noch online machen, sondern es wird immer diese zwei Welten geben. Und aus meiner Perspektive besteht die Königsdisziplin im Prinzip da drin, diese beiden Welten miteinander zu vereinen. Also nur offline ist meiner Sicht nach der falsche Ansatz, nur online ist meiner Sicht nach aber auch der falsche Ansatz. Natürlich ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell, wenn ich eine
kleines Softwareunternehmen habe, mag ich das anders beurteilen. Aber das beides zu meistern, zu kombinieren, finde ich sehr, sehr smart. Vielleicht auch mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Telefonvertrieb, hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab. Auch das kann man sehr schön miteinander kombinieren, weil das ist so die Paradedisziplin. Viele Modehäuser beispielsweise haben das ja auch schon verstanden, die dann an der Kasse sehr effizient, manchmal aber auch sehr stümperhaft, zum Beispiel die E-Mail-Adresse der Empfänger, also die E-Mail-Adresse der Kunden dann einsammeln, um dann zusätzlich zu dem Ladenumsatz vor Ort vielleicht zukünftig Online-Umsatz zu machen. Manche Unternehmen stehen sich da selber ein bisschen im Weg, dadurch, dass vielleicht die einzelnen Standorte irgendwie eigenständig sind, es dann irgendwie eine Dachmarke gibt und so ein Online-Shop ist halt nicht nur in Köln, wie wir jetzt ansässig sind, sondern überregional. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Auch solche Riesen und Giganten wie Mediamarkt Saturn, die ja immerhin auch schon technische Produkte anbieten, haben ja auch online erst sehr, sehr spät irgendwie Fuß gefasst. Ich bekomme das direkt mit, weil wir haben die erste Filiale überhaupt, die es von Saturn gab, deutschlandweit hier direkt bei uns im Gebäude. Und da haben sie es zumindest mal geschafft, dass die Kunden dann auch während der Pandemie online bestellt haben und das dann vor Ort abgeholt haben. Da gab es ja sehr, sehr lange Schlangen. Also ich sehe die Zukunft auch sehr digital, sehr online-lastig, mit der Perspektive jetzt 5 Jahre, 10 Jahre vielleicht, und sehe eigentlich Corona da mehr so als Brandbeschleuniger. Also wie gesagt, wir hatten vor der Pandemie schon diesen Online-Trend und Corona hat jetzt nochmal wie so ein Brandbeschleuniger insofern gewirkt, dass sehr viele Menschen, die sich bisher noch gegen Online geweigert haben, dann oft zum ersten Mal Kontakt damit hatten, zum ersten Mal eine Zoom-Konferenz gemacht haben, ein Homeoffice ausgestattet haben, zum ersten Mal eine Webcam gesprochen haben und solche Sachen, virtuelle Konferenzen gemacht haben, vielleicht zum ersten Mal Nahrungsmittel online bestellt haben. Und die haben sich jetzt zum Teil dran gewöhnt. Und ich denke, das wird nachhaltig die Art, wie wir leben, stärker verändern. Und viele von denen haben das auch wirklich schätzen gelernt. Also meine Verlobte beispielsweise ist Ärztin. Und da gibt es halt so klassische Ärztekongresse, wie sich jeder vorstellen kann. Und sie liebt es halt einfach, dass sie das jetzt auch von zu Hause aus konsumieren kann. Weil ihr geht es gar nicht so sehr um den Austausch oder das Buffet oder einen Galaabend oder sowas, sondern ihr geht es halt um die Fachbeiträge. Und den Inhalt von der inhaltlichen Qualität kann ich ja online wie offline gleich konsumieren, zumindest wenn der Veranstalter das technisch gut macht. Und ich spare mir halt Anreise und diverse Kosten und Zeit natürlich. Und das schätzen viele auch. Und deswegen glaube ich, dass diese Welt einfach weiterhin parallel stattfinden wird. Aber ich glaube auch, dass viele klassische Offline-Modelle, wie Messen zum Beispiel, wieder eine große Nachfrage bekommen. Und manche, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben ja dort an der Stelle die Pandemie auch einfach nicht überlebt. Ja, Veranstalter sind pleite gegangen. Und das wiederum schafft aber auch Raum und sollte auch denjenigen Mut schaffen, die das überlebt haben und dann entsprechend da vielleicht auch so ein Stück weit von profitieren können. Mhm. Ja, ich denke auch, es ist zweigeschalten. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn jemand, also man sieht ja auch ein bisschen, wie das Niveau manchmal eben auch bei diesen Online-Übertragungen, Kongressen oder was veranstaltet, wie auch sehr, sehr unterschiedlich ist, was da sozusagen geboten wird. Natürlich hat das immense Vorteile. Aber wenn man jetzt nochmal auch so als Einzelner startet, auch mit diesem ganzen Social-Media-Mix dahinter, also ob es jetzt LinkedIn, Instagram, TikTok, je nach Zielgruppe, ne, ist, ich habe schon rausgehört, du plädierst ja für eine gute Mischung, ne? Wie beziehungsweise dann auch Aufhängung und Bewerbung, wenn es Marketing geht, natürlich auch Bewerbung über diese Social-Media-Kanäle. Was würdest du denn raten, wenn jemand jetzt nach Corona sich jetzt so in diesem Mix aufstellen würde? Was wären die wichtigsten Punkte, die da mit im Auge zu behalten sind? Weil es gibt ja immer noch Vorbehalte. Also ich kriege es auch mit bei meinen Studierenden, die auch eine unterschiedliche Altersstruktur abbilden, dass die wenigsten Instagram-Account oder irgendwie so in Social Media unterwegs sind. Ne? Also insofern, was würdest du da raten? Wie würde man jetzt sich da aufstellen? Weil die Zukunft ist ja digital. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig. Ne? Ja, die Zukunft ist digital, definitiv, und sehr vielschichtig. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit nimmt noch zu. Und das erhöht natürlich die Komplexität für jeden, der dort irgendwie Reichweite, Sichtbarkeit generieren möchte, der wahrgenommen werden möchte und der dann letztendlich damit Kunden und Umsatz generieren möchte. Und ich kann immer nur wieder in den Coachings, die wir auch selber durchführen, darauf hinweisen, dass man eine sehr gute Zielgruppenanalyse machen muss. Und die hört heutzutage halt nicht bei der eigentlichen Analyse auf, sondern es schließt sich dann unmittelbar die Frage an, wo ist meine Zielgruppe? Und die Antwort kann sein, ja, auf Instagram. Die Antwort kann aber auch sein, nein,
nicht mehr auf Instagram. Wir sehen ja immer so Bewegungen. Facebook ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, als studentisches Netzwerk gegründet, war vor 10 Jahren das Netzwerk, wo sich die Jugend rumgetrieben hat. Und mittlerweile findet man die Jugend dort überhaupt gar nicht mehr. Dort finde ich jetzt eher eine gehobenere Alterszielgruppe und die dafür umso besser. Die Jungen sind dann irgendwann zu Instagram gewandert und das ist gerade schon so ein bisschen im Nebensatz gesagt, im Prinzip wandern die da gerade weiter. Die Frage ist, wo wandern sie hin? Und das wird vielschichtiger. TikTok beispielsweise ist etwas, was 2020 in Deutschland sich sehr stark etabliert hat. Viele, viele Millionen Nutzer. Im Ursprung, in der Etablierung, sehr, sehr junger Altersschnitt. Ich glaube, am Anfang unter 20 auf jeden Fall im Durchschnitt, wenn nicht noch deutlich jünger. Und auch da sehen wir eine Entwicklung, dass wir auch dort immer mehr in einer etwas älteren Zielgruppe haben. Wobei, wenn ich davon etwas älter rede, rede ich schon fast von meinem Alter, also so Mitte 30 in die 40 langsam rein. Also das muss ich mir genau überlegen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich mir genau überlegen, wie möchte ich eigentlich kommunizieren und was sind die Stärken meines Unternehmens? Also ist mein Unternehmen stark in der Videokommunikation? Das ist eine Plattform wie YouTube zum Beispiel, wirklich ganz, ganz großartig. Bin ich das nicht, dann würde ich YouTube auch sagen, okay, kann man auch komplett ausklammern. Habe ich die Kompetenz im Unternehmen, Werbeanzeigen zu schalten? Dann sollte ich das unbedingt nutzen. Werbeanzeigen ganz, ganz mächtig, kann ich auch über diverse Plattformen aussteuern. Aber es ist eine wirklich sehr spezifische Kompetenz, die ich da mittlerweile brauche, um das überhaupt noch zu können. Das ist längst nicht mehr so einfach, wie es vor 5 oder vielleicht vor 10 Jahren war. Habe ich die Kompetenz nicht, lasse ich das besser sein oder gebe das an eine externe Agentur ab? Und wenn ich da so jetzt Richtung Experten oder Ein-Mann-Unternehmen denke, dann würde ich mir auch die Frage stellen, will ich vielleicht überhaupt gar nicht in Video kommunizieren, sondern vielleicht auch einfach nur in Audio. Dann könnte ich mir auch, so wie jetzt hier beispielsweise, einen Podcast vorstellen oder ich will eher schreiben. So diese klassischen Blogs, wie wir sie vor 10 Jahren, wie Sand am Meer gesehen haben, sind ja irgendwie out. Aber nur weil etwas out ist, also nicht im aktuellen Trend ist, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Google ist nach wie vor die meistbesuchte Webseite der Welt mit irrsinnig vielen Suchanfragen. Und die Suchanfragen sind immer noch in Textform. Es gibt ja immer mal wieder so ein paar Propheten, die sagen, das wird sich wandeln in eine Audiosuche. Ist es aber faktisch nicht und ich sehe das auch am Horizont noch nicht. Klar, wir haben einen Trend Richtung Mobile, dass man mehr mobil suchen, aber sie suchen immer noch in Textform üblicherweise und dort werden dann in der Regel auch üblicherweise andere Text-Content-Formen angezeigt. Also wir bauen unsere Plattform gründer.de beispielsweise auf, da haben wir über 150.000 Besucher im Monat und da haben wir ein 5-köpfiges Team drauf sitzen, um das weiter auszubauen. Also wir sehen da großes Zukunftspotenzial, auch in solchen eher klassischen Sachen. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Freund der E-Mail. Auch da sagen viele, E-Mail ist halt einfach kein Trendthema mehr. Ist es auch nicht. Die E-Mail gibt es seit vielen Jahrzehnten und trotzdem richten wir unser Unternehmen auf E-Mail-Marketing aus, weil es immer noch ein sehr, sehr, sehr effizientes Marketing-Tool ist. Also ein bisschen zurückkommt nochmal auf deine Ursprungsaussage. Ja, man muss sich schon ein bisschen breiter aufstellen. Man muss sich schon präsent zeigen. Aber ich würde trotzdem auch sehr klare Fokusschwerpunkte setzen. Mir jetzt lieber ein Unternehmen oder eine Personenmarke setzt auf 3 Kanäle den Fokus und sind da wirklich gut drin. Mit gut meine ich auch, dass sie gefunden werden, dass sie Reichweite haben, als 10-mal auf Plattformen vertreten zu sein und jeweils nur Mittelmaß zu versinken. Weil Mittelmaß ist das, was uns letztendlich einfach nicht weiterbringt. Und wir müssen herausstechen und herausstechen wäre halt bei Google auf den ersten 3 Plätzen und nicht auf Seite 3. Ja, herausstechen wir in den Apple iTunes Charts auf den ersten Plätzen und nicht irgendwie auf Platz 150. 150 ist nicht schlecht von zigtausend Podcasts, die es dort gibt, aber auf Platz 150 findet sich trotzdem keiner. Und das kann ich auf jedes andere Portal oder Medium im Prinzip so sinngemäß übertragen. Also Fokus war schon immer wichtig und wird in Zukunft noch viel wichtiger werden als eh schon. Und ich kann als Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl an Kanälen beispielsweise wirklich fokussieren. Und das hängt aber wieder sehr stark vom Unternehmen ab. Wenn ich sehr viele spezifische Mitarbeiter habe, dann kann ich mehr fokussieren. Wenn ich eine richtige Agentur vielleicht als Partner habe, die wiederum die richtigen Mitarbeiter beschäftigt, kann ich auch mehr fokussieren. Mache ich alles selber? Wir zum Beispiel beschäftigen keine externen Agenturen, wir machen alles in-house. Und wir sagen dann manchmal auch, okay, so einen Kanal betreiben wir nicht. YouTube zum Beispiel, das ist etwas, das haben wir 7 Jahre lang bewusst ignoriert, weil wir wussten, wir haben keinen Fokus dafür, wir haben nicht den richtigen Mitarbeiter dafür. Jetzt haben wir den richtigen Mitarbeiter dafür gefunden, behaupten wir. Und jetzt werden wir auch bei YouTube Gas geben. Und auch jetzt in der heutigen Zeit finde ich es nicht falsch zu sagen,
jetzt gehen wir erst in das eine oder das andere Portal rein. Klar, man hätte auch schon vor 10 Jahren auf YouTube starten können, aber wir starten jetzt. Besser jetzt als nie. Ja, verstehe. Immer, also wie gesagt, klarer Fokus, klare Analyse der Zielgruppe. Wo ist diese Zielgruppe? Ja. Ne? Bis hin, dass man vielleicht sich ein Avatar oder eine Persona formuliert. Ne? Ja, unbedingt. Und dann wirklich auch die Frage, wie viel Kapazitäten habe ich wofür und wie viel Know-how, gerade dann, wenn es auch an Anzeigen schalten und eben auch, wichtig ist ja auch diese kontinuierliche Bespielung. Ne? Also ja, man kann ja nicht mal einmal so einen Peak setzen, sondern man muss ja auch wirklich dann von vornherein sich ein Konzept machen, dass man es wirklich kontinuierlich spielt. Ne? Ja. Ja. Und noch mal eine Frage, du sagtest ja, ihr setzt sehr stark auf E-Mail-Marketing. Ne? Mhm. Also das wird ja jetzt quasi schon fast mit dem Corona-Test abgefragt, wenn ich was so sage. Das ist ja auch noch ein kleiner Vorteil der aktuellen Situation, dass man seine E-Mail jetzt ja auch teilweise auch so schon seine Handynummer ja überall verbreiten muss. Ne? Das ist ja quasi ein Must. Damit haben die Unternehmen es ja auch, wo man da gerade eingekauft hat mit Corona-Test. Ist das so wirklich so? Weil ich denke mal, viele haben ja auch dann diese Überflutung an E-Mails. Und es gibt ja auch so die Frage, soll ich auch noch sagen, weil in Online, da braucht man ja auch sehr, sehr viele Kontakte zu den einzelnen Personen. Ne? Also ich glaube, ich habe so Zahlen im 20er-Bereich, bis jemand dann auch wirklich Kunde wird oder einen zarten ersten Versuch macht, irgendetwas runterzuladen. Ne? Kannst du das nochmal sagen, wie viel Atem man dann haben muss, gerade jetzt? Ne? Weil das ist ja nochmal gestiegen, ne? Ja, eindeutig. Genau. Kann ich gern was zu sagen. Also zum einen, ja, in der Verkaufspsychologie brauchen wir eine gewisse Anzahl an Kontakten zu einem potenziellen Kunden, ist ja beides zu kaufen. Wie viele hängt natürlich sehr stark vom Produkt ab. Geht es jetzt um ein Buch oder geht es um eine Mercedes S-Klasse? Das ist klar. Es geht auch darum, wie komplex ist das Produkt und auch wie teuer ist das Produkt. Aber tendenziell brauchen wir mehrere Kontakte. Im Erstkontakt kauft fast keiner. Und mit E-Mail-Marketing kann ich das sehr gut abbilden. Jetzt haben wir ja vor ein paar Jahren die DSGVO bekommen, nicht nur in Deutschland. Und die hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Aber die hat aus meiner Sicht für einen ganz großen Vorteil gesorgt für all diejenigen, die einfach ein gutes, konformes E-Mail-Marketing machen. Weil die DSGVO hat aus meiner Sicht dafür gesorgt, dass weniger E-Mails verschickt werden. Und damit werden die belohnt, die halt einfach gutes E-Mail-Marketing machen. Das ist gerade gesagt, überall geben wir heutzutage unsere E-Mail-Adresse an, aber nur weil ich jetzt in einem Restaurant beispielsweise meine E-Mail-Adresse angebe als Kontaktmöglichkeit, heißt es ja nicht, dass ich damit das Werbeeinverständnis gebe, dass mir das Restaurant eine Newsletter schicken darf. Und ich habe das persönlich zumindest auch noch nicht erlebt, dass sie das machen. Klar, es gibt immer mal wieder ein paar schwarze Schafe und auch im E-Mail-Marketing gibt es welche, die ignorieren einfach die DSGVO und da wurde auch das Wasser sehr viel heißer gekocht, als es tatsächlich ist. Also ich kenne in meinem Netzwerk nicht einen einzigen, der Probleme mit der DSGVO ernsthaft bekommen hat. Aber wenn wir als Unternehmen in der Lage sind, gutes E-Mail-Marketing zu machen, damit meine ich relevantes E-Mail-Marketing. Also die Leute geben ja an irgendeinem Punkt ihre E-Mail-Adresse preis für irgendetwas und bekunden damit meistens ein sehr konkretes Interesse. Und wenn ich demjenigen dann genau dafür passende E-Mails schicke, dann wird das auch gut angenommen. Aber natürlich, wenn ich Spam betreibe, also damit meine ich irrelevante Informationen verschicke oder zu viele Informationen verschicke oder etwas verschicke, obwohl der das gar nicht wollte, dass ich dem was schicke, dann funktioniert das doch nicht. Und das bestrafen die E-Mail-Empfänger heutzutage gnadenlos. Und die E-Mail-Anbieter, also Gmail, Yahoo, Gmx beispielsweise, sind da auch auf Seiten der E-Mail-Empfänger. Da gibt es nämlich überall so einen Spam-Button. Und selbst wenn der Versender die Abmeldung des Empfängers nicht akzeptiert, kann trotzdem über den Spam-Button derjenige sagen, okay, dann stellt T-Online zum Beispiel die E-Mail gar nicht mehr zu. Und auch das führt dazu, dass gutes E-Mail-Marketing belohnt wird, weil diejenigen, die einen guten Job machen, bekommen eine höhere Aufmerksamkeit mit ihren E-Mails. Jetzt ist es natürlich auch so, dass E-Mails unterschiedlich zu formulieren sind. Und manche empfinden einen gewissen Schreibstil als seriös und manche als unseriös. Und auch da filtert man sehr gut. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einen E-Mail-Newsletter bekommt, der euch nicht passt, ihr dann meldet euch halt ab oder klickt den Spam-Button an und dann solltet ihr in der Regel auch nichts mehr kriegen. Klar, es gibt auch mal noch diesen Viagra-Spam oder irgendwelche Prinzen aus Afrika, die 10 Millionen Euro auf eurem Konto zwischenparken wollen. Solche nervigen Sachen wird man nie los. Da hilft es auch nicht, sich drüber zu ärgern. Einfach wegklicken und mehr kann man da fast nicht machen. Vielleicht gelegentlich mal die E-Mail-Adresse wechseln. Und das führt trotzdem insgesamt dazu, dass E-Mail-Marketing immer noch extrem gut funktioniert und das merken wir sehr, sehr direkt. Also wir haben für den, die uns
uns nicht kennen, 170.000 E-Mail-Empfänger bei uns im System. Und die bespielen wir sehr regelmäßig und bekommen da immer noch fantastische Resultate. Und auch wir planen in Zukunft E-Mail-Marketing als zentrales Herz im Prinzip unseres Marketing-Mixes zu betrachten. Und das machen wir halt nicht, weil wir gutgläubig sind oder weil wir nicht wissen, was wir tun. Wir haben auch mittlerweile knapp 50 Mitarbeiter, die von E-Mail-Marketing im Prinzip bezahlt werden. Und deswegen glaube ich da fest dran, aber man muss natürlich schon wissen, was man da macht. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja, ich glaube, der Satz, man muss schon wissen, was man da macht, ist total wichtig. Ne? Also wirklich sich genau zu analysieren und eben sich weiterzubilden, was da wirklich ja ein Schreibstil ist, auch der zu einem passt, wie man die entsprechende Betreffzeile füllt und so weiter. Also sind ja auch noch so ein paar kleine Tricks dabei. Ne? Weil du hilfst ja sehr vielen Menschen auch ein Online-Business aufzubauen, beziehungsweise Unternehmen, je nachdem, welche Zielgruppe. Du bist ja sehr breit aufgestellt. Was würdest du denn heute als so drei Keypoints sagen, jetzt gerade nach Corona nochmal sozusagen auf den Punkt gebracht, die jetzt wichtig wären, die im Vergleich zu früher vielleicht noch wichtiger geworden sind? Also einen habe ich eben schon gesagt, Fokus ist, glaube ich, das Wichtigste. Klammern wir das hier mal aus. Was kommt mir noch in den Sinn? Also Corona hat uns halt sehr klar gelehrt, welche Geschäftsmodelle funktionieren oder nicht funktionieren. Und es gab vor Corona viele Unternehmen, die haben sich gerade noch so über Wasser halten können, aber so richtig rund lief nicht bei denen. Die waren also quasi vor Corona schon krank und die hat Corona dann halt einfach oft weggeblasen und die haben das dann oft nicht überstanden. Und dadurch hat Corona noch stärker den Fokus darauf geschärft, dass man als Unternehmer wirklich sein Geschäftsmodell im Blick hat. Also welche Einkommensströme funktionieren wirklich gut, welche Ausgabenströme habe ich und was habe ich vielleicht an überflüssigen Zöpfen, die ich abschneiden kann. So Spielprojekte, die man halt irgendwie mal so mitmacht, die hier und da vielleicht ein paar Euro bringen, aber die nicht einen signifikanten Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben. Und da kann ich jedem nur raten, räumt euren Laden auf, räumt Sachen weg, die ihr nicht braucht. Das ist ja im Privathaushalt genauso wie beim Schreibtisch. Wenn ich einen ganzen Schreibtisch mit Kram voll habe, wie soll ich da strukturiert ein Projekt vorwärts bringen oder meinen Kopf vernünftig frei bekommen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann diese Bereitschaft, Veränderungen mitzugehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd, weil Menschen per se erstmal nicht für Veränderungen gemacht sind, sondern eher für eine gewisse Kontinuität und Konstanz. Wir brauchen ja auch weiterhin, aber wir müssen einfach flexibel sein. Also es ist im Prinzip so, man muss mit voller Energie und mit voller Kraft vorwärts gehen, trotzdem aber in der Lage sein, Kurskorrekturen vorzunehmen. Und auch da sind wir jetzt ja gerade, Stand dieses Videos, an einem Punkt, wo die Inzidenzen sinken, wo man wieder an eine halbwegs normale Zukunft glauben kann. Klar, Mutationen könnten nochmal uns dann einen Strich durch die Rechnung machen. Trotzdem sind wir gerade nicht so, dass man sagen kann, es ist jetzt so wie vor 2 Jahren, wie vor der Pandemie. Ist nämlich nicht so, weil wir haben eine gewisse Überdrüssigkeit in diesem ganzen Online-Bereich. Und das ist jetzt aber meiner Meinung nach eine Momentaufnahme. Diese Überdrüssigkeit sollte eigentlich nach meiner Einschätzung verschwinden in den nächsten Monaten, weil wir dann wieder ein abwechslungsreicheres Leben haben, weil wir jetzt nicht nur Online-Konferenzen im Business-Kontext machen, sondern wir haben sie ja zuletzt auch einfach privat gemacht, einfach mal mit Leuten quatschen, Skype oder Zoom-Abende oder je nachdem, welches Tool man da so benutzt. Und die werden ja überwiegend wieder wegfallen. Und deswegen wird es auch wieder eine größere Lust geben auf Online-Formate, was jetzt gerade Stand dieser Tage ein bisschen schwierig ist. Und das heißt, wenn man jetzt so eine Momentaufnahme macht, könnte man auch zu einem Punkt kommen, okay, diese ganzen Online-Formate funktionieren gerade alle irgendwie nicht mehr. Das ist gerade ja schwierig. Aber ich bin der festen Überzeugung, das wird wieder sich dann in eine sehr, sehr positive Richtung drehen. Und diese Bereitschaft der Veränderung, das ist das, was am Ende des Tages, glaube ich, auch darüber unterscheidet, wie sich Unternehmen über einen längeren Horizont dann behaupten können oder halt nicht. Und du sprichst immer von diesem Neustart nach Corona. Und das finde ich ganz wertvoll und wichtig, das so nochmal als Schub mitzunehmen. Genauso, es gibt ja so diese Neujahrsvorsätze. Ich finde das persönlich Quatsch, aber viele nehmen das trotzdem mit als Motivationsschub ins neue Jahr. Und das ist ein Effekt, den man ja quasi gratis mitnehmen kann und halt auch sollte, nicht überschätzen sollte, aber den man halt mitnehmen sollte. Trotzdem ist das kein Effekt, auf den man vertrauen sollte ausschließlich, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich warte jetzt auf den Neustart nach Corona, dann impliziert das irgendwie so, ich war die letzten 12 Monate zu faul, mich an Veränderungen anzupassen. Und wenn ich
dieses Mindset, ich hasse dieses Wort Mindset, aber wenn ich dieses Mindset die letzten 12 Monate hatte, dann bringt mich der Neustart jetzt vielleicht ein paar Meter weiter, aber früher oder später werde ich in die alten Muster zurückfallen und die alten Muster sind, ich habe keine Lust auf Veränderungen und das wird mir früher oder später wieder auf den Fuß fallen. Also ja, jetzt vielleicht so diese Aufbruchstimmung, die wir auch hier und da spüren, viele starten jetzt in Sommerurlaube rein beispielsweise, mitnehmen. Und dann an Fahrt aufnehmen, aber halt trotzdem Fokusball, Bereitschaft zur Veränderung, Gas geben, Schwerpunkte setzen, sehr kritisch das eigene Geschäftsmodell hinterfragen. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, danke schön nochmal für diesen Überblick. Vor allen Dingen auch dieses Mut machen, dass das, was wir jetzt gerade an Überdruss, du hast es ja auch genannt, ja, haben alle, ne? Also wir können irgendwie online nicht mehr sehen, muss man ganz klar zu sagen, ne? Dass das nach deiner Einschätzung vorübergeht, weil nämlich der andere Pol eben offline und dass man sich wirklich mal auch, ja, stimmungsmäßig in ganz anderen Bereichen wiederfindet, eben auch wieder sozial agieren kann. Das ist natürlich dann der Ausgleich und dann kann man wieder die Vorteile viel stärker sehen, die online ja auch wirklich bringt. Ne? Weil jetzt zum Beispiel ertappe ich mich auch selbst dabei, dass ich Online-Kongresse, ja, diese gibt es jetzt, sind irgendwie aus allen Ecken nochmal zusätzlich gekommen, hat man das Gefühl, also kann sich ich eigentlich täglich einen gesamten Online-Kongress zu Gemüte führen, die auch alle nicht uninteressant sind, im Gegenteil. Ne? Aber es ist so ein bisschen inflationär und ich frage mich immer, und da wollte ich dich auch mal nach deiner Meinung bitten, wie monetarisiert sich das am Ende? Klar, man kann eine Aufzeichnung kaufen und so weiter, ne, oder ein VIP-Ticket. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es ja logischerweise ein Riesenaufwand ist, so einen Kongress zu machen. Und dann die Frage ist eben, wie kann man das monetarisieren? Weil jetzt ist es wirklich so ein bisschen wie Sand am Meer. Aber ist das auch die Zukunft? Weil irgendwie ist das natürlich für den Nutzer, wenn ich jetzt mal die andere Blickwinkelrichtung nehme, natürlich total toll, weil du bekommst ein unheimlich breites Spektrum, du kriegst Einblick in ganz, ganz viele Themen. Viele sind ja auch so, dass sie auch wirklich Content geben und nicht nur, sag ich mal, den Call to Action in der breiten Form darlegen. Ne? Also ich weiß nicht, meine Frage wäre eben halt, wie, sag ich mal, nützlich sind Online-Kongresse, das auch weiterhin, weil viele, denke ich mir, da auch, zumindest scheint das so der Trend zu sein, dass das jetzt so nochmal stärker in den Fokus gerückt wird bei vielen. Ja, das ist definitiv ein Trend, auch mit Brandbeschleuniger Corona sicherlich nochmal mehr geworden, weil anders ging es zuletzt auch eher nicht. Betrachten wir es mal aus diesen zwei Blickwinkeln, die du gerade schon aufgemacht hast, erstmal aus der Nutzersicht. Also für den Nutzer ist es toll, hast du gesagt im Prinzip. Sage ich auch ja zu, wenn die Nutzer in der Lage sind, aber auch mal Sachen auszublenden. Also wir haben ja generell schon seit vielen Jahren diesen Trend dieser Informationsüberflutung. Und wenn wir uns mehr online aufhalten, wird es immer noch schlimmer. Nicht nur durch die Online-Kongresse, auch durch alle anderen Möglichkeiten, die wir online haben. Und da muss ich als Nutzer einfach lernen, und ich selbst bin ja auch Nutzer, du bist Nutzer, genauso wie jeder, der hier zuhört, auch zu selektieren. Trotzdem irgendwie einen breiten Überblick zu haben, aber sehr, sehr hart zu selektieren. Und ich kann auch nur jeden zu einladen, sehr hart nach Qualität einfach zu selektieren. Also meldet euch gern für Online-Kongresse, Webinare und so weiter an. Aber wenn ihr merkt, nee, das geht hier in eine falsche Richtung, dann aber auch gerne schnell abbrechen, ausklinken, löschen und vergessen und auf was anderes fokussieren. Nicht bei jeder Hochzeit mitschwimmen, weil dann kommt man halt zu nichts mehr. Und das führt dann im Umkehrschluss natürlich aber auch für eine Problematik bei den ganzen Veranstaltern, weil die haben dann oft sehr viele, die einfach abbrechen. Und dieses Abbrechen haben wir bei anderen Bereichen schon sehr länger. YouTube beispielsweise ist ein gnadenloses Medium. Wenn ich dort ein langweiliges Video publiziere, dann schaut sich das halt einfach niemand an. Die Leute klicken in wenigen Sekunden einfach weg. Und das haben wir auch bei Google-Suchen zum Beispiel. Wenn du irgendwas suchst, sei es, keine Ahnung, irgendwelche Krankheitssymptome, nehmen wir mal das Beispiel, das passt nämlich gerade zur Pandemie, und du klickst den ersten Beitrag an und du findest nicht in wenigen Sekunden das, wonach du suchst, dann klickst du zurück. Und Google weiß das, dass du zurückklickst und Google straft das ab und das führt dazu, dass die Webseite weniger Besucher in Zukunft bekommt. Also diese Strafmechanismen für schlechte Qualität werden immer härter und stärker und in verschiedenen Bereichen sind die schon Alltag und das wird jetzt auch Webinare, wird auch Online-Kongresse treffen, weil die auch inflationär werden. Das heißt, als Veranstalter habe ich primär die Herausforderung, ich muss Qualität liefern oder ich drücke es einfach nochmal anders aus, ich muss Qualität sichtbar machen. Also es bringt nicht
nichts, auch bei Produkten, dass ich ein gutes, qualitatives Produkt habe. Das ist eine gute Basis. Ja, aber ein gutes Produkt in der Qualität verkauft sich nicht, sondern ich muss in der Lage sein, diese Qualität sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Und wenn ich das als Veranstalter schaffe, dann ist das die einzige Basis meiner Meinung nach, wo man dann auch ein profitables Geschäftsmodell drauf aufbauen kann. Und nach meiner Erfahrung ist es aber nicht so, dass der Kongress als solches, du sprachst das gerade an, man kann Aufzeichnungspakete und so weiter kaufen, aber der Kongress als solches ist eigentlich nichts, wo ich sage, da kann man als Veranstalter wirklich viel Profit rausschlagen. Aber ich kann mir damit eine Marke aufbauen, Reichweite und Bekanntheit aufbauen. Ich kann mir eine E-Mail-Datenbank aufbauen. Ich kann mir aber auch eine Retargeting-Gruppe in Werbeanzeigen wie Facebook oder Google aufbauen. Ich kann mir Follower auf Social Media darüber aufbauen und kann dann darüber hinausgehend ergänzendes Businessmodell aufbauen, zum Beispiel eigene Seminare, eigene Kurse, um dann das zu monetarisieren. Also wir haben das in der heutigen Zeit sehr, sehr selten, dass ein Angebot alleine stehend profitabel im ersten Schritt ist. Also wenn ich ein Angebot habe, ich bewerbe das mit Werbeanzeigen zum Beispiel, dann ist dieser Deal Werbeanzeige, dafür zahle ich Geld, schicke die auf ein Produkt und mache damit Umsatz und mache dann mehr Umsatz, als ich Werbeausgaben habe, fast nicht mehr möglich oder fast nicht mehr gegeben, weil Reichweite und Aufmerksamkeit immer teurer wird, immer schwerer zu erlangen wird, weil der Wettbewerb im Internet immer größer darum wir. Deswegen müssen wir einfach in Prozessen denken, wir müssen in sogenannten Funneln denken, dass ich ein Einstiegsangebot habe und dann ergänzende Angebote habe. Und da merken wir in letzter Zeit, so seit etwa 2 Jahren, eine extrem steigende Akzeptanz für Abo-Produkte im deutschsprachigen Markt. Die Amerikaner sind schon länger in diesem Fieber, alles auf Raten, alles auf Abos zu kaufen. Und das setzt sich in Deutschland so die letzten 2 Jahre immer stärker durch. Teilweise Abos für Autos zum Beispiel. Denn wenn immer üblicher, früher war es vielleicht üblich, sowas auf Raten oder auf Leasing zu kaufen, mittlerweile gibt es die auch schon im Abo. Netflix beispielsweise, Amazon Prime, Fitnessstudio-Mitgliedschaften sind selbstverständlich geworden. Klar gibt es die auch schon länger, aber es wird immer selbstverständlicher. Die Deutschen haben sehr große Angst vor Abo-Abzocke. Und die Deutschen haben sehr große Angst generell vor Online-Shopping gehabt. Und das ist natürlich keine gute Kombination, wenn ich dann online ein Abo verkaufen will. Aber auch da gibt es ja so, dass der Gesetzgeber da langsam aktiver wird, Verbraucherschützer aktiver werden, die Rechte der Verbraucher gestärkt werden, was aber dann im Umkehrschluss, also die Anbieter auch besser werden einfach in Qualität. Wenn ich mir Amazon zum Beispiel angucke, klar, viele halten da nichts Gutes von, aber wenn ich heute ein Buch bestelle, ist das morgen da. Wenn ich das übermorgen zurückschicke, habe ich übermorgen mein Geld zurück. Und das schafft natürlich Vertrauen und das führt auch in einen verstärkten Umsatz von Abos. Und Abos haben an halt in dieser Verkaufspsychologie sehr, sehr starken Impact, weil ich verkaufe dann ja im Prinzip nicht nur einmal ein Produkt, sondern ich verkaufe es einmal, aber monatlich beispielsweise wird es abgerechnet. Und das sind sehr, sehr starke Trends, die wir im Moment sehen und wo wir uns vor dieser, na, ich sag mal, Amerikanisierung des deutschen E-Commerce auch eigentlich nicht wehren können. Aber warum sollten wir das auch tun? Ist aus unternehmerischer Sicht gesehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr smart. Software beispielsweise, da ist das sehr, sehr stark auf dem Vormarsch. Früher haben wir unsere Office-Lizenzen irgendwie gekauft und hatten die stationär auf unserem Rechner. Heute zahlen wir 5 Euro hier, 5 Euro da. Dafür haben wir da Nutzer und hier Nutzer für Online-Tools, die viel, viel besser sind, viel dynamischer, agiler in der Zusammenarbeit. Also Unternehmen, vielleicht hört ja gerade mal der eine oder andere zu, die sich noch lokale Excel-Tabellen oder lokale PowerPoint-Dateien zu schicken, die haben so große Effizienzverluste, das macht einfach keinen Sinn mehr. Auch nicht aus kostentechnischer Sicht eh nicht, aber auch aus arbeitseffizienztechnischer Sicht nicht. Und da sehe ich sehr, sehr große Entwicklungen, sehr, sehr große Trends und davon kann man partizipieren, wenn man diese Veränderung mitgeht, aber man kann das auch komplett verschlafen, wenn man sagt, nee, Veränderung, da habe ich keine Lust drauf. Nee, es ist, finde ich toll, wie du die Trends jetzt auch gerade nochmal zusammengefasst hast, weil das ist es nämlich genau, ne, dass man sich wirklich darauf einlässt und auch die Vorteile relativ schnell ja auch rauskriegt, ne? Also dass man auch online an einer Excel-Tabelle parallel arbeiten kann zum Beispiel. Ne? Also das sind so Dinge, die ja einen riesen Vorteil haben, unheimlich effizient und dann gut, da hat man ein Abo-Modell für irgendeine Plattform, die man da nutzt und auch, weil es ja nun auch ganz Stichwort Cybersicherheit gibt es ja auch
inzwischen nicht mehr so die Befürchtung, dass die Daten sozusagen dann übermorgen woanders sind. Also da gibt es jetzt inzwischen auch Techniken, wo man dann die Sicherheit haben darf. Aber das sprachst du ja auch an, wir als mit der deutschen Mentalität vielleicht nochmal eine Spur vorsichtiger, als es vielleicht in anderswo auf der Welt ist. Ne? Ja, hochgradig spannend. Und ich bin und wie gesagt, Stichwort Veränderung, auch, dass die einfach auch Spaß machen, dass man selber sich antrainiert, mit denen sich das mal anzuschauen und einfach Spaß zu entwickeln. Und man kann es ja auch mit mehreren gleichzeitig anschauen in der Regel und dann eben wirklich auch gucken, wo ist der Benefit und natürlich auch da selektieren, weil auch da gibt es ja natürlich also man sollte die Tools, die man nutzt, natürlich dann auch beherrschen, auch die Updates entsprechend wieder beherrschen. Also insofern auch da, was du ja auch klar gesagt hast, Fokus, eine klare Selektierung und dann eben mit den Veränderungen mitgehen. Mhm. Ja, yes. Definitiv. Hochspannend, ja. Jetzt, als letzte Frage, wie stellt ihr euch denn da jetzt weiter auf? Habt ihr so einen Schwung jetzt für die absehbare vielleicht Nach-Corona-Zeit oder zumindest die wir uns ja wünschen? Oder ihr habt ja auch die Contra, die ja, sag ich mal, offline normalerweise ist. Ich glaube, ihr macht es jetzt so ein bisschen geswitcht, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein Teil offline. Wie seht ihr das oder welche Schritte werdet ihr jetzt fürs nächste Halbjahr erstmal machen? Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht kurz zur Contra, das ist unser großes Offline-Format. Die ist aber seit 2014 schon hybrid. Also es ist ein Offline-Format, was wir online streamen. Mhm. Jetzt war es die letzten 2 Jahre, die letzte Contra war gerade erst ein reines Online-Format. Das heißt, die Referenten waren entweder hier bei uns im Kölner Studio oder halt online per Zoom zugeschaltet. Alle Teilnehmer waren zu Hause. Jetzt nächstes Jahr planen wir wieder hybrid. Das heißt, 3-tägiges Event in Düsseldorf mit Messe, und mindestens 2 Bühnen, vielleicht sogar 3 Bühnen und ungefähr 2.500 Teilnehmer. Also wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt in die Vollen und planen damit, dass wir nächstes Jahr offline vollumfänglich veranstalten können. Und veranstalten können ist das eine, aber dass die Teilnehmer das auch wieder wollen, das ist gerade noch so ein bisschen fraglich. Wir erfahren das bei anderen Eventveranstaltern, die gerade versuchen, Tickets auch zu veräußern für Events, die veranstaltet werden dürfen. Aber das Interesse, sich mit 2.000 Leute in eine Halle zu setzen, ist gerade noch, ich sag mal, reduziert, freundlich ausgedrückt. Aber Contra ist nächstes Jahr im Juni. Bis dahin ist noch sehr, sehr viel Wasser, was in den Rhein runterfließt. Und ich hoffe, wir haben Corona bis dahin vollständig überlebt in dem Sinne. Und deswegen haben wir da schon einen großen Fokus drauf. Aber wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten unser Geschäftsmodell doch deutlich geändert. Wir gehen auf Abo-Produkte, wie ich es auch gerade sagte, dem Trend folgend sehr, sehr stark. Wir gehen zusätzlich zu den Coaching-Angeboten, die wir machen, auch stärker in den Software-Bereich rein. Wir haben mittlerweile mehrere Entwickler zum Beispiel, Web-Developer bei uns im Team, die wir vorher einfach gar nicht brauchten, um da halt einfach auch ein komplett neues, zweites Standbein aufzubauen. Und das funktioniert einfach besser als je zuvor. Also unser Steuerberater hat gesagt, Herr Klusmann, Ihr Unternehmen ist Krisenprofiteur, zumindest wenn man auf den Umsatz schaut. Auch für uns war das natürlich eine harte Zeit, aber wir leben Veränderungen sehr agil. Jetzt haben wir auch ein sehr junges Team mit 30,6 Jahren im Durchschnitt. Die sind da ein bisschen veränderungsbereiter. Und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Team-Spirit. Also wenn mein Geschäftspartner Christo und ich uns vor einer vorgesammelter Mannschaft stellen und sagen, Leute, wir haben jetzt eine schwierige Herausforderung. Wir haben uns Gedanken gemacht, das ist unser neuer Plan. Dann ziehen die auch alle mit und wirken auch proaktiv mit. Und das ist ja jetzt das, was man an vielen Stellen halt in Deutschland leider gar nicht sieht. Also schlimmstes Beispiel, ich habe versucht, einen Hochzeitstermin beim Standesamt in Köln zu bekommen. Also das kundenunfreundlichste Unternehmen, was ich je kennengelernt habe. Es ist leider kein Unternehmen, sondern eine Behörde. Also ganz, ganz traurig, wie man da mit zukünftigen Kölner Steuerzahlern umgeht, weil faktisch zahle ich gerade in Köln privat keine Steuern, will es aber gerne in Zukunft. Und das unterscheidet natürlich ein gutes Unternehmen auch von einem vielleicht nicht so guten Unternehmen, dass man nicht nur auf Märkte und Marketing achtet, worüber wir gerade alles kommuniziert haben, sondern dass man auch ein Team hat, was entsprechend das Ganze auch lebt und verkörpert. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, das sage ich auch über uns selbst, der Fisch beginnt am Kopf anzustinken. Also es hängt natürlich vom Kopf ab, vom Chef in dem Fall, vom Geschäftsführer, vom Inhaber vielleicht sogar, welche Marschroute gibt er vor, lebt er das selber, was er sagt, ist er wirklich Vorbild oder lässt er die Mitarbeiter springen und lehnt sich selber zurück? Da muss sich vielleicht der ein oder andere Chef, ein oder andere Inhaber, vielleicht auch die ein oder andere Führungskraft selber einfach auch mal hinterfragen. Und
das ist auch etwas, was wir in Zukunft lernen wollen. Wir haben gelernt, Homeoffice ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir hatten schon vor Corona Homeoffice und werden jetzt sind gerade voll im Homeoffice. Wer will, keiner muss, alle können aber. Und haben jetzt auch eine gelockerte Homeoffice-Politik nach Corona im Prinzip. Nach Corona haben wir jetzt mal auf den 5. Juli definiert. Aber natürlich schauen wir aufmerksam auf die Entwicklung. Und das sind schon positive Sachen, wo wir eine ganze Menge mitnehmen können und wo wir uns auch eine sehr, sehr spannende Zukunft freuen. Und wir freuen uns vor allem darauf, jetzt auch all die Sachen machen zu können, die wir zuletzt nicht machen können. Und das ist etwas, wo auch wir quasi einen Neustart hinlegen. Nicht, dass wir viel neu machen, aber einfach auch diese Motivationswelle jetzt gerne einfach mal mitnehmen wollen. Das wird eine sehr, sehr schöne Zeit, glaube ich, jetzt die nächsten Monate. Ja, das glaube ich total. Also ich merke das auch, dass man auch teilweise wieder umlernen muss. Ne? Also so nach dem Erschrecken, dass da so viele Menschen zusammenstehen oder dass man auch wieder irgendwie sich körperlich näher kommen darf. Nicht nur diesen oder was man sonst so alles jetzt... Gebe ich dem jetzt die Hand oder ist das noch nicht wieder angemessen? Genauso wie es zu Beginn der Corona-Krise-Frage war, darf ich dem jetzt noch die Hand geben zur Begrüßung oder ist das jetzt nicht mehr angemessen? Und jetzt haben wir das gleiche Spiel wieder rückwärts. Und auch ich habe mich jetzt letztens dran erwischt, wenn es hier Außengastronomie wieder aufmacht und so oder Innengastronomie, gehe ich jetzt da mit Maske in den Biergarten rein und setze sie dann ab, wenn ich mich hinsetze oder gehe ich direkt ohne Maske rein oder setze ich sie auf, wenn ich auf Klo gehe oder nicht. Also ich bin mittlerweile komplett auch durchgeimpft und solche Fragen stellt man sich dann plötzlich wieder. Aber das ist gut. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben sehr viel über uns gelernt und hoffen wir es besser für uns als Gesellschaft, für uns als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, auch als Unternehmen, daraus auch wirklich Rückschlüsse zu ziehen, die uns dann auch in Zukunft weiterbringen und diese Veränderung dann halt auch in Zukunft bei anderen Situationen nutzen zu können. Weil völlig klar ist doch, die nächste Krise kommt bestimmt. Ja. Also ich will jetzt kein Krisenprophet sein, aber die nächste Krise kommt unter Garantie. Aber es weiß halt keiner wann und es weiß auch keiner, was für eine Krise. So, das weiß man nicht. Aber es wird eine geben. Und wenn sie kommt, dann sind wir hoffentlich besser darauf vorbereitet, als es viele vor der letzten waren. Ja, das denke ich, wünschen wir uns jetzt allen, dass auch wirklich dieser Lerneffekt da ist. Ne? Also es ist ja leider auch sehr menschlich nach dem Motto, man geht jetzt zur Tagesordnung über und nimmt eben nicht diesen Schwung oder dieses Momentum oder wie immer man das dann ausdrückt, mit jetzt auch wirklich diese Energie, diese Veränderungsenergie mitzunehmen. Ne? Weil wie gesagt, du sagst ja auch, die nächste kommt bestimmt. Und ich meine, dieses Thema Klimawandel, das haben wir ja total auf der Uhr. Oder sollten wir jetzt wirklich mal langsam auf der Uhr haben, weil es ja doch jetzt auch immer mehr Symptome gibt, die leider auch in Deutschland sehr klar zu sehen sind. Und Corona ist ja unter anderem auch eins, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man da zurückgeht, woher das Ganze eigentlich kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich denke, da waren Nuggets dabei, die vielen mit Sicherheit weiterhelfen wollen, auch vor allen Dingen den Fokus zu schärfen und den Blick zu schärfen für die nächste Zeit. Und wir freuen uns jetzt einfach alle auch wieder, so ein bisschen natürlich auch jetzt eine Sommeraufatmungswelle zu haben und dann schauen wir mal, was wir dann weiterbringen und wir stellen uns eben entsprechend auf. Ganz richtig, ganz wichtig, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt aktiv, seid proaktiv, ich glaube, dann seid ihr bestens dabei. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir, Thomas, und alles Gute und ich hoffe, dass du einen Termin beim Standesamt kriegst. Ne? Den habe ich zum Glück schon, aber das wird laufen. Das wird laufen, ne? Okay, alles Gute und bis auf demnächst, sage ich mal. Tschüss nach Köln. Tschüss. Ciao. Ja, das lief's auch gut, oder? Da bin ich auch immer wieder ganz überrascht, weil das ist jetzt ungefähr seit 2 Wochen, dass Zoom mit mir spricht. Ja, habe ich auch gerade zum ersten Mal gehört. Und ich wurde auch gefragt, ob das okay ist, dass du aufzeichnest. Ja. Also, wie gesagt, die haben die Sicherheitsupdates erhöht. Mhm. Also ich kriege das auch bei Online-Kongressen mit, dass dann sofort ich gefragt werde, Vorsicht, Achtung, es wird aufgezeichnet. Mhm. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Gut, dann starten wir doch. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Heute geht es zum Thema Neustart. Neustart nach Corona natürlich, aber auch Neustart allgemein. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, den Thomas Klüssmann. Herzlich willkommen, Thomas, und Grüße nach Köln. Und Thomas ist, ja, er hat unheimlich viele Online-Unternehmen schon gegründet. Er ist einer der profiliertesten Online-Marketing-Experten Deutschlands. Und er hat Online-Kongresse mit seinem Partner Christoph Schreiber organisiert, wie Gründerkongress,
Finanzkongress, Erfolgskongress. Also wenn jemand weiß, wie man ein Business vor allen Dingen auch online aufbaut, dann ist es er. Also herzlich willkommen, Thomas. Und natürlich, wir fragen uns ja jetzt alle, ne? Wir stehen irgendwie in den Startlöchern nach dieser Corona-Pandemie, die ja überall bei allen ja Federn gelassen hat, ne? Wie geht's jetzt weiter? Und deswegen erstmal deine Frage, wie hast du als Online-Marketer ja, also der, sag ich mal, sehr vorausschauend schon im Online-Business sehr breit aufgestellt war, wie hast du die Pandemie erlebt oder die Corona-Zeit bis jetzt? Ja, war eine sehr spannende Zeit. Vielen Dank auch erstmal für die Anmoderation und die Einladung hier. Ich freue mich auf das Gespräch. Klar sind wir vorausschauend, klar sind wir innovativ, aber dass Corona kommt, haben wir ja auch nicht gewusst. Und das kann man, glaube ich, auch nur sehr bedingt vorausplanen. Klar, wir als eher Onliner, auch wenn wir Offline-Veranstaltungen auch veranstalten, sind da natürlich irgendwo im Vorteil, weil wir waren halt schon insofern vorbereitet, dass wir unsere Prozesse schon sehr digital hatten. Also vor der Pandemie hatten wir vielleicht 80% Online-Umsatz und Online-Prozesse. Und das haben wir dann von 80% auf 100% logischerweise hochgeschraubt. Das ist natürlich eine andere Herausforderung, die wir dann an der Stelle hatten als andere, die da völlig kalt erwischt wurden, weil sie online gar nicht aufgestellt wurden. Wir können uns alle noch daran erinnern, die Ladengeschäfte, die quasi von heute auf morgen schließen mussten und da ganz andere Herausforderungen hatten. Und deswegen habe ich trotzdem natürlich das als sehr spannende Zeit erlebt, weil es sehr starke Veränderungen mit sich gebracht hat, weil plötzlich sind alle online gegangen, die es bisher noch nicht waren, und die schon waren, haben es noch mehr forciert. Und natürlich haben sehr, sehr viele Leute Ängste gehabt. Sehr, sehr viele Leute hatten sehr viele Fragen, standen vor völlig neuen Herausforderungen. Und ich habe da so zwei Kategorien im Prinzip kennengelernt. Die einen, die gesagt haben, ach, ich lehne mich jetzt mal zurück, Corona geht vorbei. Ich nutze jetzt vielleicht mal die Zeit, einfach mal ein bisschen die Füße hochlegen, vielleicht mal ein Buch schreiben, wenn man das schon mal vorhatte. Und auf der anderen Seite viele Leute, die aber dann auch die blanke Panik gesehen haben und dann versucht haben, so Digitalisierung, Online-Marketing, was sie vielleicht 5 oder 10 Jahre schon verschlafen hatten, dann in 5 Wochen auf die Beine zu stellen. Und das hat bei manchen ganz okay, bei manchen weniger okay funktioniert. Und ich glaube, wir alle haben in dieser Pandemie, wenn sie dann was Positives auch hat, sehr viel gelernt, vor allem auch sehr viel über uns selbst gelernt. Und das können wir vielleicht raus mitnehmen, aber natürlich ist es eine sehr, sehr harte Zeit für jeden, weil jeder davon irgendwie betroffen ist. Jetzt hast du es schon angesprochen nach dem Motto, klar, Digitalisierung, und keiner kann ja auch drumherum, also jetzt erst recht nicht mehr. Und viele sind ja jetzt durch Corona quasi digital gestartet. Und du sagtest so schön, mehr oder weniger gut online in 5 Wochen. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sagt, okay, so langsam geht es ja auch ein bisschen wieder offline. Was würdest du denn jetzt raten für einen quasi Neustart nach Corona, auch mit dem Hintergrund, dass man online mitnimmt oder vielleicht ja auch erst wieder jetzt dann doch macht am Ende des Tages, weil ja das Ende nicht ganz so abzusehen ist, ne? Ja, also ich bin jetzt vielleicht doch ein bisschen voreingenommen, weil ich halt so einen starken Online-Fokus persönlich habe, und jetzt wäre es irgendwie seltsam, wenn ich was anderes antworten würde, als zu sagen, okay, online ist die Zukunft. Aber wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken, dann sehen wir natürlich diesen Trend der Digitalisierung schon recht lange. Auch die Politik hat das ja schon erkannt, und wenn die Politik was erkennt, dann ist es dann doch schon in der breiten Masse auch irgendwie angekommen. Trotzdem haben viele Unternehmen die letzten Jahre das immer noch stark vernachlässigt, sich online aufzustellen. Also natürlich sehe ich online die Zukunft, und natürlich entwickelt sich sehr viel in diese Richtung, aber das wird nicht so sein aus meiner Perspektive, dass wir in Zukunft alles nur noch online machen, sondern es wird immer diese zwei Welten geben, und aus meiner Perspektive besteht die Königsdisziplin im Prinzip da drin, diese beiden Welten miteinander zu vereinen. Also nur offline ist meiner Sicht nach der falsche Ansatz, nur online ist meiner Sicht nach aber auch der falsche Ansatz. Natürlich ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell, wenn ich ein reines Softwareunternehmen habe, mag ich das anders beurteilen. Aber das beides zu meistern, zu kombinieren, finde ich sehr, sehr smart. Vielleicht auch mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Telefonvertrieb, hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab. Aber auch das kann man sehr schön miteinander kombinieren, weil das ist so die Paradedisziplin. Viele Modehäuser beispielsweise haben das ja auch schon verstanden, die dann an der Kasse sehr effizient, manchmal aber auch sehr stümperhaft, zum Beispiel die E-Mail-Adresse der Empfänger, also die E-Mail-Adresse der Kunden dann einsammeln, um dann zusätzlich zu dem Ladenumsatz vor Ort vielleicht zukünftig Online-Umsatz zu machen. Manche Unternehmen stehen sich da selber ein bisschen im Weg, dadurch, dass vielleicht die einzelnen Standorte
Leute irgendwie eigenständig sind, es dann irgendwie eine Dachmarke gibt. Und so ein Online-Shop ist halt nicht nur in Köln, wie wir jetzt ansässig sind, sondern überregional. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Auch solche Riesen und Giganten wie Mediamarkt Saturn, die ja immerhin auch schon technische Produkte anbieten, haben ja auch online erst sehr, sehr spät irgendwie Fuß gefasst. Ich bekomme das direkt mit, weil wir haben die erste Filiale überhaupt, die es von Saturn gab, deutschlandweit hier direkt bei uns im Gebäude. Und da haben sie es zumindest mal geschafft, dass die Kunden dann auch während der Pandemie online bestellt haben und das dann vor Ort abgeholt haben. Da gab es ja sehr, sehr lange Schlangen. Also ich sehe die Zukunft auch sehr digital, sehr online-lastig. Mit der Perspektive jetzt 5 Jahre, 10 Jahre vielleicht, und sehe eigentlich Corona da mehr so als Brandbeschleuniger. Also wie gesagt, wir hatten vor der Pandemie schon diesen Online-Trend, und Corona hat jetzt nochmal wie so ein Brandbeschleuniger insofern gewirkt, dass sehr viele Menschen, die sich bisher noch gegen Online geweigert haben, dann oft zum ersten Mal Kontakt damit hatten, zum ersten Mal eine Zoom-Konferenz gemacht haben, ein Homeoffice ausgestattet haben, zum ersten Mal eine Webcam gesprochen haben und solche Sachen, virtuelle Konferenzen gemacht haben, vielleicht zum ersten Mal Nahrungsmittel online bestellt haben. Und die haben sich jetzt zum Teil dran gewöhnt. Und ich denke, das wird nachhaltig die Art, wie wir leben, stärker verändern. Und viele von denen haben das auch wirklich schätzen gelernt. Also meine Verlobte beispielsweise ist Ärztin. Und da gibt es halt so klassische Ärztekongresse, wie sich jeder vorstellen kann. Und sie liebt es halt einfach, dass sie das jetzt auch von zu Hause aus konsumieren kann. Weil ihr geht es gar nicht so sehr um den Austausch oder das Buffet oder einen Galaabend oder sowas, sondern ihr geht es halt um die Fachbeiträge und den Inhalt. Von der inhaltlichen Qualität kann ich ja online wie offline gleich konsumieren, zumindest wenn der Veranstalter das technisch gut macht. Und ich spare mir halt Anreise und diverse Kosten und Zeit natürlich. Und das schätzen viele auch. Und deswegen glaube ich, dass diese Welt einfach weiterhin parallel stattfinden wird. Aber ich glaube auch, dass viele klassische Offline-Modelle wie Messen zum Beispiel wieder eine große Nachfrage bekommen. Und manche, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, haben ja dort an der Stelle die Pandemie auch einfach nicht überlebt. Ja, Veranstalter sind pleite gegangen. Und das wiederum schafft aber auch Raum und sollte auch denjenigen Mut schaffen, die das überlebt haben und dann entsprechend da vielleicht auch so ein Stück weit von profitieren können. Ja, ich denke auch, es ist zweigeschalten. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn jemand, also man sieht ja auch ein bisschen, wie das Niveau manchmal eben auch bei diesen Online-Übertragungen, Kongressen oder was war, die auch sehr, sehr unterschiedlich ist, was da sozusagen geboten wird. Natürlich hat das immense Vorteile. Aber wenn man jetzt nochmal auch so als Einzelner startet, auch mit diesem ganzen Social-Media-Mix dahinter, also ob es jetzt LinkedIn, Instagram, TikTok, je nach Zielgruppe, ne, ist, ich habe schon rausgehört, du plädierst ja für eine gute Mischung, ne? Wie, beziehungsweise dann auch Aufhängung und Bewerbung. Wenn es Marketing geht, natürlich auch über diese Social-Media-Kanäle. Was würdest du denn raten, wenn jemand jetzt nach Corona sich jetzt so in diesem Mix aufstellen würde? Was wären die wichtigsten Punkte, die da mit im Auge zu behalten sind? Weil es gibt ja immer noch Vorbehalte. Also ich kriege es auch mit bei meinen Studierenden, die auch eine unterschiedliche Altersstruktur abbilden, dass die wenigsten Instagram-Account oder irgendwie so in Social-Media unterwegs sind. Ne? Also insofern... Was würdest du da raten? Wie würde man jetzt sich da aufstellen? Weil die Zukunft ist ja digital. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig. Ne? Ja, die Zukunft ist digital, definitiv, und sehr vielschichtig. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit nimmt noch zu. Und das erhöht natürlich die Komplexität für jeden, der dort irgendwie Reichweite, Sichtbarkeit generieren möchte, der wahrgenommen werden möchte und der dann letztendlich damit Kunden und Umsatz generieren möchte. Und ich kann immer nur wieder in den Coachings, die wir auch selber durchführen, darauf hinweisen, dass man eine sehr gute Zielgruppenanalyse machen muss. Und die hört heutzutage halt nicht bei der eigentlichen Analyse auf, sondern es schließt sich dann unmittelbar die Frage an, wo ist meine Zielgruppe? Und die Antwort kann sein, ja, auf Instagram. Die Antwort kann aber auch sein, nein, nicht mehr auf Instagram. Wir sehen ja immer so Bewegungen. Facebook ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, als studentisches Netzwerk gegründet, war vor 10 Jahren das Netzwerk, wo sich die Jugend rumgetrieben hat. Und mittlerweile findet man die Jugend dort überhaupt gar nicht mehr. Dort finde ich jetzt eher eine gehobenere Alterszielgruppe und die dafür umso besser. Die Jungen sind dann irgendwann zu Instagram gewandert und das ist gerade schon so ein bisschen im Nebensatz gesagt, im Prinzip wandern die da gerade weiter. Die Frage ist, wo wandern sie hin? Und das wird vielschichtiger. TikTok beispielsweise ist etwas, was 2020 in Deutschland sich sehr stark etabliert hat. Viele, viele Millionen Nutzer.
im Ursprung in der Etablierung sehr, sehr junger Altersschnitt. Ich glaube, am Anfang unter 20 auf jeden Fall im Durchschnitt, wenn nicht noch deutlich jünger. Und auch da sehen wir eine Entwicklung, dass wir auch dort immer mehr in einer etwas älteren Zielgruppe haben. Wobei, wenn ich davon etwas älter rede, rede ich schon fast von meinem Alter, also so Mitte 30 in die 40 langsam rein. Also das muss ich mir genau überlegen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich mir genau überlegen, wie möchte ich eigentlich kommunizieren und was sind die Stärken meines Unternehmens? Also ist mein Unternehmen stark in der Videokommunikation? Das ist eine Plattform wie YouTube zum Beispiel, wirklich ganz, ganz großartig. Bin ich das nicht, dann würde ich YouTube auch sagen, okay, kann man auch komplett ausklammern. Habe ich die Kompetenz im Unternehmen, Werbeanzeigen zu schalten? Dann sollte ich das unbedingt nutzen. Werbeanzeigen ganz, ganz mächtig, kann ich auch über diverse Plattformen aussteuern. Aber es ist eine wirklich sehr spezifische Kompetenz, die ich da mittlerweile brauche, um das überhaupt noch zu können. Das ist längst nicht mehr so einfach, wie es vor 5 oder vielleicht vor 10 Jahren war. Habe ich die Kompetenz nicht, lasse ich das besser sein oder gebe das an eine externe Agentur ab? Und wenn ich da so jetzt Richtung Experten oder Ein-Mann-Unternehmen denke, dann würde ich mir auch die Frage stellen, will ich vielleicht überhaupt gar nicht in Video kommunizieren, sondern vielleicht auch einfach nur in Audio. Dann könnte ich mir auch, so wie jetzt hier beispielsweise, einen Podcast vorstellen oder ich will eher schreiben. So diese klassischen Blogs, wie wir sie vor 10 Jahren wie Sand am Meer gesehen haben, sind ja irgendwie out. Aber nur weil etwas out ist, also nicht im aktuellen Trend, das heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Google ist nach wie vor die meistbesuchte Webseite der Welt mit irrsinnig vielen Suchanfragen und die Suchanfragen sind immer noch in Textform. Es gibt ja immer mal wieder so ein paar Propheten, die sagen, das wird sich wandeln in eine Audiosuche. Ist es aber faktisch nicht und ich sehe das auch am Horizont noch nicht. Klar, wir haben einen Trend Richtung Mobile, dass man mehr mobil suchen, aber sie suchen immer noch in Textform üblicherweise und dort werden dann in der Regel auch üblicherweise andere Text-Content-Formen angezeigt. Also wir bauen unsere Plattform gründer.de beispielsweise auf, da haben wir über 150.000 Besucher im Monat und da haben wir ein 5-köpfiges Team drauf sitzen, um das weiter auszubauen. Also wir sehen da großes Zukunftspotenzial, auch in solchen eher klassischen Sachen. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Freund der E-Mail. Auch da sagen viele, E-Mail ist halt einfach kein Trendthema mehr. Ist es auch nicht. Die E-Mail gibt es seit vielen Jahrzehnten und trotzdem richten wir unser Unternehmen auf E-Mail-Marketing aus, weil es immer noch ein sehr, sehr, sehr effizientes Marketing-Tool ist. Also ein bisschen zurückkommt nochmal auf deine Ursprungsaussage. Ja, man muss sich schon ein bisschen breiter aufstellen. Man muss sich schon präsent zeigen. Aber ich würde trotzdem auch sehr klare Fokusschwerpunkte setzen. Mir jetzt lieber ein Unternehmen oder eine Personenmarke setzt auf 3 Kanäle den Fokus und sind da wirklich gut drin. Mit gut meine ich auch, dass sie gefunden werden, dass sie Reichweite haben, als 10-mal auf Plattformen vertreten zu sein und jeweils nur Mittelmaß zu versinken. Weil Mittelmaß ist das, was uns letztendlich einfach nicht weiterbringt. Und wir müssen herausstechen und herausstechen wäre halt bei Google auf den ersten 3 Plätzen und nicht auf Seite 3. Ja, herausstechen wir in den Apple iTunes Charts auf den ersten Plätzen und nicht irgendwie auf Platz 150. 150 ist nicht schlecht von zigtausend Podcasts, die es dort gibt, aber auf Platz 150 findet sich trotzdem keiner. Und das kann ich auf jedes andere Portal oder Medium im Prinzip so sinngemäß übertragen. Also Fokus war schon immer wichtig und wird in Zukunft noch viel wichtiger werden als eh schon. Und ich kann als Unternehmen nur eine begrenzte Anzahl an Kanälen beispielsweise wirklich fokussieren. Und das hängt aber wieder sehr stark vom Unternehmen ab. Wenn ich sehr viele spezifische Mitarbeiter habe, dann kann ich mehr fokussieren. Wenn ich eine richtige Agentur vielleicht als Partner habe, die wiederum die richtigen Mitarbeiter beschäftigt, kann ich auch mehr fokussieren. Mache ich alles selber? Wir zum Beispiel beschäftigen keine externen Agenturen, wir machen alles in-house. Und wir sagen dann manchmal auch, okay, so einen Kanal betreiben wir nicht. YouTube zum Beispiel, das ist etwas, das haben wir 7 Jahre lang bewusst ignoriert, weil wir wussten, wir haben keinen Fokus dafür, wir haben nicht den richtigen Mitarbeiter dafür. Jetzt haben wir den richtigen Mitarbeiter dafür gefunden, behaupten wir, und jetzt werden wir auch bei YouTube Gas geben. Und auch jetzt in der heutigen Zeit finde ich es nicht falsch zu sagen, jetzt gehen wir erst in das eine oder das andere Portal rein. Klar, man hätte auch schon vor 10 Jahren auf YouTube starten können, aber wir starten jetzt. Besser jetzt als nie. Ja, verstehe. Immer. Also wie gesagt, klarer Fokus, klare Analyse der Zielgruppe. Wo ist diese Zielgruppe? Ja. Ne? Bis hin, dass man vielleicht sich ein Avatar oder eine Persona formuliert. Ne? Ja, unbedingt. Dann wirklich auch die Frage, wie viel Kapazitäten habe ich wofür und wie viel Know-how, gerade dann, wenn es auch an Anzeigen schalten und eben auch, wichtig ist ja auch diese kontinuierliche Bespielung. Ne? Also ja. Man kann ja, ja eben nicht nur einmal so einen Peak setzen, sondern man muss ja auch wirklich dann von vornherein sich ein Konzept machen, dass man es wirklich kontinuierlich bespielt.
spielt. Ne? Ja. Ja. Und nochmal eine Frage, du sagtest ja, ihr setzt sehr stark auf E-Mail-Marketing. Ne? Mhm. Also das wird ja jetzt quasi schon fast mit dem Corona-Test abgefragt, wenn ich was so sage. Das ist ja auch noch ein kleiner Vorteil der aktuellen Situation, dass man seine E-Mail jetzt ja auch teilweise ja auch so schon an seine Handynummer ja überall verbreiten muss. Ne? Das ist ja quasi ein Must. Damit haben die Unternehmen es ja auch, wo man da gerade eingekauft hat mit Corona-Test. Ist das so wirklich so? Weil ich denke mal, viele haben ja auch dann diese Überflutung an E-Mails. Und es gibt ja auch so die Frage, das wollte ich auch noch sagen, weil in Online, da braucht man ja auch sehr, sehr viele Kontakte zu den einzelnen Personen. Ne? Also ich glaube, ich habe so Zahlen im 20er-Bereich, bis jemand dann auch wirklich Kunde wird oder einen zarten ersten Versuch macht, irgendetwas runterzuladen. Ne? Kannst du das nochmal sagen, wie viel Atem man dann haben muss, gerade jetzt, ne? Weil das ist ja nochmal gestiegen, ne? Ja, eindeutig. Genau. Kann ich gern was zu sagen? Also zum einen, ja, in der Verkaufspsychologie brauchen wir eine gewisse Anzahl an Kontakten zu einem potenziellen Kunden, ist ja beides zu kaufen. Wie viele hängt natürlich sehr stark vom Produkt ab. Geht es jetzt um ein Buch oder geht es um eine Mercedes S-Klasse? Das ist klar. Es geht auch darum, wie komplex ist das Produkt und auch wie teuer ist das Produkt. Aber tendenziell brauchen wir mehrere Kontakte. Im Erstkontakt kauft fast keiner. Und mit E-Mail-Marketing kann ich das sehr gut abbilden. Jetzt haben wir ja vor ein paar Jahren die DSGVO bekommen, nicht nur in Deutschland. Und die hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Aber die hat aus meiner Sicht für einen ganz großen Vorteil gesorgt für all diejenigen, die einfach ein gutes, konformes E-Mail-Marketing machen. Weil die DSGVO hat aus meiner Sicht dafür gesorgt, dass weniger E-Mails verschickt werden. Und damit werden die belohnt, die halt einfach gutes E-Mail-Marketing machen. Das ist gerade gesagt, überall geben wir heutzutage unsere E-Mail-Adresse an, aber nur weil ich jetzt in einem Restaurant beispielsweise meine E-Mail-Adresse angebe als Kontaktmöglichkeit, heißt das ja nicht, dass ich damit das Werbeeinverständnis gebe, dass mir das Restaurant eine Newsletter schicken darf. Und ich habe das persönlich zumindest auch noch nicht erlebt, dass sie das machen. Klar, es gibt immer mal wieder ein paar schwarze Schafe und auch im E-Mail-Marketing gibt es welche, die ignorieren einfach die DSGVO und da wurde auch das Wasser sehr viel heißer gekocht, als es tatsächlich ist. Also ich kenne in meinem Netzwerk nicht einen einzigen, der Probleme mit der DSGVO ernsthaft bekommen hat. Aber wenn wir als Unternehmen in der Lage sind, gutes E-Mail-Marketing zu machen, damit meine ich relevantes E-Mail-Marketing. Also die Leute geben ja an irgendeinem Punkt ihre E-Mail-Adresse preis für irgendetwas und bekunden damit meistens ein sehr konkretes Interesse. Und wenn ich demjenigen dann genau dafür passende E-Mails schicke, dann wird das auch gut angenommen. Aber natürlich, wenn ich Spam betreibe, also damit meine ich irrelevante Informationen verschicke oder zu viele Informationen verschicke oder etwas verschicke, obwohl der das gar nicht wollte, dass ich dem was schicke, dann funktioniert das auch nicht. Und das bestrafen die E-Mail-Empfänger heutzutage gnadenlos. Und die E-Mail-Anbieter, also Gmail, Yahoo, Gmx beispielsweise, sind da auch auf Seiten der E-Mail-Empfänger. Da gibt es nämlich überall so einen Spam-Button. Und selbst wenn der Versender die Abmeldung des Empfängers nicht akzeptiert, kann trotzdem über den Spam-Button derjenige sagen, okay, dann stellt die Online zum Beispiel die E-Mail gar nicht mehr zu. Und auch das führt dazu, dass gutes E-Mail-Marketing belohnt wird, weil diejenigen, die einen guten Job machen, bekommen eine höhere Aufmerksamkeit mit ihren E-Mails. Jetzt ist es natürlich auch so, dass E-Mails unterschiedlich zu formulieren sind. Und manche empfinden einen gewissen Schreibstil als seriös und manche als unseriös. Und auch da filtert man sehr gut. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einen E-Mail-Newsletter bekommt, der euch nicht passt, ihr dann meldet euch halt ab oder klickt den Spam-Button an und dann solltet ihr in der Regel auch nichts mehr kriegen. Klar, es gibt auch mal noch diesen Viagra-Spam oder irgendwelche Prinzen aus Afrika, die 10 Millionen Euro auf eurem Konto zwischenparken wollen. Solche nervigen Sachen wird man nie los. Da hilft es auch nicht, sich drüber zu ärgern. Einfach wegklicken und mehr kann man da fast nicht machen. Vielleicht gelegentlich mal die E-Mail-Adresse wechseln. Und das führt trotzdem insgesamt dazu, dass E-Mail-Marketing immer noch extrem gut funktioniert und das merken wir sehr, sehr direkt. Also wir haben für diejenigen, die uns nicht kennen, 170.000 E-Mail-Empfänger bei uns im System und die bespielen wir sehr regelmäßig und bekommen da immer noch fantastische Resultate und auch wir planen in Zukunft E-Mail-Marketing als zentrales Herz im Prinzip unseres Marketing-Mixes zu betrachten und das machen wir halt nicht, weil wir gutgläubig sind oder weil wir nicht wissen, was wir tun. Wir haben auch mittlerweile knapp 50 Mitarbeiter, die von E-Mail-Marketing im Prinzip bezahlt werden und deswegen glaube ich da fest dran, aber man muss natürlich schon wissen, was man da macht, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja, ich glaube, der Satz, man muss schon wissen, was man da macht, ist total wichtig. Ne? Also wirklich sich genau zu analysieren und eben sich weiterzubilden, was da wirklich
ein Schreibstil ist, auch der zu einem passt, wie man die entsprechende Betreffzeile füllt und so weiter. Also sind ja auch noch so ein paar kleine Tricks dabei, ne? Weil du hilfst ja sehr vielen Menschen auch ein Online-Business aufzubauen, beziehungsweise Unternehmen, je nachdem, welche Zielgruppe, du bist ja sehr breit aufgestellt. Was würdest du denn heute als so drei Keypoints sagen, jetzt gerade nach Corona nochmal sozusagen auf den Punkt gebracht, die jetzt wichtig wären, die oder die im Vergleich zu früher vielleicht noch wichtiger geworden sind? Also einen habe ich eben schon gesagt, Fokus ist, glaube ich, das Wichtigste. Klammern wir das hier mal aus. Was kommt mir noch in den Sinn? Also Corona hat uns halt sehr klar gelehrt, welche Geschäftsmodelle funktionieren oder nicht funktionieren. Und es gab vor Corona viele Unternehmen, die haben sich gerade noch so über Wasser halten können, aber so richtig rund lief nicht bei denen. Die waren also quasi vor Corona schon krank und die hat Corona dann halt einfach oft weggeblasen und die haben das dann oft nicht überstanden. Und dadurch hat Corona noch stärker den Fokus darauf geschärft, dass man als Unternehmer wirklich sein Geschäftsmodell im Blick hat. Also welche Einkommensströme funktionieren wirklich gut, welche Ausgabenströme habe ich und was habe ich vielleicht an überflüssigen Zöpfen, die ich abschneiden kann. So Spielprojekte, die man halt irgendwie mal so mitmacht, die hier und da vielleicht ein paar Euro bringen, aber die nicht einen signifikanten Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben. Und da kann ich jedem nur raten, räumt euren Laden auf, räumt Sachen weg, die ihr nicht braucht. Das ist ja im Privathaushalt genauso wie beim Schreibtisch. Wenn ich einen ganzen Schreibtisch mit Kram voll habe, wie soll ich da strukturiert ein Projekt vorwärts bringen oder meinen Kopf vernünftig frei bekommen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann diese Bereitschaft, Veränderungen mitzugehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr herausfordernd, weil Menschen per se erstmal nicht für Veränderungen gemacht sind, sondern eher für eine gewisse Kontinuität und Konstanz. Die brauchen wir ja auch weiterhin, aber wir müssen einfach flexibel sein. Also es ist im Prinzip so, man muss mit voller Energie und mit voller Kraft vorwärts gehen, trotzdem aber in der Lage sein, Kurskorrekturen vorzunehmen. Und auch da sind wir jetzt ja gerade Stand dieses Videos an einem Punkt, wo die Inzidenzen sinken, wo man wieder an eine halbwegs normale Zukunft glauben kann. Klar, Mutationen könnten nochmal uns dann einen Strich durch die Rechnung machen. Trotzdem sind wir gerade nicht so, dass man sagen kann, es ist jetzt so wie vor 2 Jahren, wie vor der Pandemie. Ist nämlich nicht so, weil wir haben eine gewisse Überdrüssigkeit in diesem ganzen Online-Bereich. Und das ist jetzt aber meiner Meinung nach eine Momentaufnahme. Diese Überdrüssigkeit sollte eigentlich nach meiner Einschätzung verschwinden in den nächsten Monaten, weil wir dann wieder ein abwechslungsreicheres Leben haben, weil wir jetzt nicht nur Online-Konferenzen im Business-Kontext machen, sondern wir haben sie ja zuletzt auch einfach privat gemacht, einfach mal mit Leuten quatschen, Skype oder Zoom-Abende oder je nachdem, welches Tool man da so benutzt. Und die werden ja überwiegend wieder wegfallen. Und deswegen wird es auch wieder eine größere Lust geben auf Online-Formate, was jetzt gerade Stand dieser Tage ein bisschen schwierig ist. Und das heißt, wenn man jetzt so eine Momentaufnahme macht, könnte man auch zu einem Punkt kommen, okay, diese ganzen Online-Formate funktionieren gerade alle irgendwie nicht mehr. Das ist gerade ja schwierig, aber ich bin der festen Überzeugung, das wird wieder sich dann in eine sehr, sehr positive Richtung drehen. Und diese Bereitschaft der Veränderung, das ist das, was am Ende des Tages, glaube ich, auch darüber unterscheidet, wie sich Unternehmen über einen längeren Horizont dann behaupten können oder halt nicht. Und du sprichst immer von diesem Neustart nach Corona. Und das finde ich ganz wertvoll und wichtig, das so nochmal als Schub mitzunehmen. Genauso, es gibt ja so diese Neujahrsvorsätze. Ich finde das persönlich Quatsch, aber viele nehmen das trotzdem mit als Motivationsschub ins neue Jahr. Und das ist ein Effekt, den man ja quasi gratis mitnehmen kann und halt auch sollte, nicht überschätzen sollte, aber den man halt mitnehmen sollte. Trotzdem ist das kein Effekt, auf den man vertrauen sollte ausschließlich, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich warte jetzt auf den Neustart nach Corona, dann impliziert das irgendwie so, ich war die letzten 12 Monate zu faul, mich an Veränderungen anzupassen. Und wenn ich dieses Mindset, ich hasse dieses Wort Mindset, aber wenn ich dieses Mindset die letzten 12 Monate hatte, dann bringt mich der Neustart jetzt vielleicht ein paar Meter weiter, aber früher oder später werde ich in die alten Muster zurückfallen und die alten Muster sind, ich habe keine Lust auf Veränderungen und das wird mir früher oder später wieder auf den Fuß fallen. Also ja, jetzt vielleicht so diese Aufbruchstimmung, die wir auch hier und da spüren, viele starten jetzt in Sommerurlaube rein beispielsweise, mitnehmen und dann an Fahrt aufnehmen, aber halt trotzdem Fokusball, Bereitschaft zur Veränderung, Gas geben, Schwerpunkte setzen, sehr kritisch das eigene Geschäftsmodell hinterfragen, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Mhm.
Ja, danke schön nochmal für diesen Überblick. Vor allen Dingen auch dieses Mut machen, dass das, was wir jetzt gerade an Überdruss, du hast es ja auch genannt, ja, haben alle, ne? Also wir können irgendwie online nicht mehr sehen, muss man ganz klar zu sagen, ne? Dass das nach deiner Einschätzung vorübergeht, weil nämlich der andere Pol eben offline und dass man sich wirklich mal auch, ja, stimmungsmäßig in ganz anderen Bereichen wiederfindet, eben auch wieder sozial agieren kann. Das ist natürlich dann der Ausgleich und dann kann man wieder die Vorteile viel stärker sehen, die online ja auch wirklich bringt. Ne? Weil jetzt zum Beispiel ertappe ich mich auch selbst dabei, dass ich Online-Kongresse, ja, diese gibt es jetzt, sind irgendwie aus allen Ecken nochmal zusätzlich gekommen, hat man das Gefühl, also kann sich ich eigentlich täglich einen gesamten Online-Kongress zu Gemüte führen, die auch alle nicht uninteressant sind, im Gegenteil. Ne? Aber es ist so ein bisschen inflationär und ich frage mich immer, und da wollte ich dich auch mal nach deiner Meinung bitten, wie monetarisiert sich das am Ende? Klar, man kann eine Aufzeichnung kaufen und so weiter, ne? Oder ein VIP-Ticket. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es ja logischerweise ein Riesenaufwand ist, so einen Kongress zu machen. Und dann die Frage ist eben, wie kann man das monetarisieren? Weil jetzt ist es wirklich so ein bisschen wie Sand am Meer. Aber ist das auch die Zukunft? Weil irgendwie ist das natürlich für den Nutzer, wenn ich jetzt mal die andere Blickwinkelrichtung nehme, natürlich total toll, weil du bekommst ein unheimlich breites Spektrum, du kriegst Einblick in ganz, ganz viele Themen. Viele sind ja auch so, dass sie auch wirklich Content geben und nicht nur, sag ich mal, den Call to Action in der breiten Form darlegen. Ne? Also ich weiß nicht, meine Frage wäre eben halt, wie, sage ich mal, nützlich sind Online-Kongresse, das auch weiterhin, weil viele, denke ich mir, da auch, zumindest scheint das so der Trend zu sein, dass das jetzt so nochmal stärker in den Fokus gerückt wird bei vielen. Ja, das ist definitiv ein Trend, auch mit Brandbeschleuniger Corona sicherlich nochmal mehr geworden, weil anders ging es zuletzt auch eher nicht. Betrachten wir es mal aus diesen zwei Blickwinkeln, die du gerade schon aufgemacht hast, erstmal aus der Nutzersicht. Also für den Nutzer ist es toll, hast du gesagt im Prinzip. Sage ich auch ja zu, wenn die Nutzer in der Lage sind, aber auch mal Sachen auszublenden. Also wir haben ja generell schon seit vielen Jahren diesen Trend dieser Informationsüberflutung. Und wenn wir uns mehr online aufhalten, wird es immer noch schlimmer. Nicht nur durch die Online-Kongresse, auch durch alle anderen Möglichkeiten, die wir online haben. Und da muss ich als Nutzer einfach lernen, und ich selbst bin auch Nutzer, du bist Nutzer, genauso wie jeder, der hier zuhört, auch zu selektieren. Trotzdem irgendwie einen breiten Überblick zu haben, aber sehr, sehr hart zu selektieren. Und ich kann auch nur jeden zu einladen, sehr hart nach Qualität einfach zu selektieren. Also meldet euch gern für Online-Kongresse, Webinare und so weiter an. Aber wenn ihr merkt, nee, das geht hier in eine falsche Richtung, dann aber auch gerne schnell abbrechen, ausklinken, löschen und vergessen und auf was anderes fokussieren. Nicht bei jeder Hochzeit mitschwimmen, weil dann kommt man halt zu nichts mehr. Und das führt dann im Umkehrschluss natürlich aber auch für eine Problematik bei den ganzen Veranstaltern, weil die haben dann oft sehr viele, die einfach abbrechen. Und dieses Abbrechen haben wir bei anderen Bereichen schon sehr länger. YouTube beispielsweise ist ein gnadenloses Medium. Wenn ich dort ein langweiliges Video publiziere, dann schaut sich das halt einfach niemand an. Die Leute klicken in wenigen Sekunden einfach weg. Und das haben wir auch bei Google-Suchen zum Beispiel. Wenn du irgendwas suchst, sei es, keine Ahnung, irgendwelche Krankheitssymptome, nehmen wir mal das Beispiel, das passt nämlich gerade zur Pandemie, und du klickst den ersten Beitrag an und du findest nicht in wenigen Sekunden das, wonach du suchst, dann klickst du zurück. Und Google weiß das, dass du zurückklickst und Google straft das ab und das führt dazu, dass die Website weniger Besucher in Zukunft kommt. Also diese Strafmechanismen für schlechte Qualität werden immer härter und stärker und in verschiedenen Bereichen sind die schon Alltag und das wird jetzt auch Webinare, wird auch Online-Kongresse treffen, weil die auch inflationär werden. Das heißt, als Veranstalter habe ich primär die Herausforderung, ich muss Qualität liefern oder ich drücke es einfach nochmal anders aus, ich muss Qualität sichtbar machen. Also es bringt nichts, auch bei Produkten, dass ich ein gutes qualitatives Produkt habe, das ist eine gute Basis. Ja, aber ein gutes Produkt in der Qualität verkauft sich nicht, sondern ich muss in der Lage sein, diese Qualität sichtbar zu machen und zu kommunizieren. Und wenn ich das als Veranstalter schaffe, dann ist das die einzige Basis meiner Meinung nach, wo man dann auch ein profitables Geschäftsmodell drauf aufbauen kann. Und nach meiner Erfahrung ist es aber nicht so, dass der Kongress als solches, du sprachst das gerade an, man kann Aufzeichnungspakete und so weiter kaufen, aber der Kongress als solches ist eigentlich nichts, wo ich sage, da kann man als Veranstalter wirklich viel Profit rausschlagen. Aber ich kann mir damit eine Marke aufbauen,
Reichweite und Bekanntheit aufbauen. Ich kann meine E-Mail-Datenbank aufbauen. Ich kann mir aber auch eine Retargeting-Gruppe in Werbeanzeigen wie Facebook oder Google aufbauen. Ich kann mir Follower auf Social Media darüber aufbauen und kann dann darüber hinausgehend ergänzendes Businessmodell aufbauen, zum Beispiel eigene Seminare, eigene Kurse, um dann das zu monetarisieren. Also wir haben das in der heutigen Zeit sehr, sehr selten, dass ein Angebot alleine stehend profitabel im ersten Schritt ist. Also wenn ich ein Angebot habe, ich bewerbe das mit Werbeanzeigen zum Beispiel, dann ist dieser Deal Werbeanzeige, dafür zahle ich Geld, schicke die auf ein Produkt und mache damit Umsatz und mache dann mehr Umsatz, als ich Werbeausgaben habe, fast nicht mehr möglich oder fast nicht mehr gegeben, weil Reichweite und Aufmerksamkeit immer teurer wird, immer schwerer zu erlangen wird, weil der Wettbewerb im Internet immer größer darum wir. Deswegen müssen wir einfach in Prozessen denken. Wir müssen in sogenannten Funneln denken, dass ich ein Einstiegsangebot habe und dann ergänzende Angebote habe. Und da merken wir in letzter Zeit, so seit etwa 2 Jahren, eine extrem steigende Akzeptanz für Abo-Produkte im deutschsprachigen Markt. Die Amerikaner sind schon länger in diesem Fieber, alles auf Raten, alles auf Abos zu kaufen. Und das setzt sich in Deutschland so die letzten 2 Jahre immer stärker durch. Teilweise Abos für Autos zum Beispiel. Denn wenn immer üblicher, früher war es vielleicht üblich, sowas auf Raten oder auf Leasing zu kaufen. Mittlerweile gibt es die auch schon im Abo. Netflix beispielsweise, Amazon Prime, Fitnessstudio-Mitgliedschaften sind selbstverständlich geworden. Klar gibt es die auch schon länger, aber es wird immer selbstverständlicher. Die Deutschen haben sehr große Angst vor Abo-Abzocke. Und die Deutschen haben sehr große Angst generell vor Online-Shopping gehabt. Und das ist natürlich keine gute Kombination, wenn ich dann online ein Abo verkaufen will. Aber auch da gibt es ja so, dass der Gesetzgeber da langsam aktiver wird, Verbraucherschützer aktiver werden, die Rechte der Verbraucher gestärkt werden, was aber dann im Umkehrschluss, also die Anbieter auch besser werden einfach in Qualität. Wenn ich mir Amazon zum Beispiel angucke, klar, viele halten da nichts Gutes von, aber wenn ich heute ein Buch bestelle, ist das morgen da. Wenn ich das übermorgen zurückschicke, habe ich übermorgen mein Geld zurück. Und das schafft natürlich Vertrauen und das führt auch in einen verstärkten Umsatz von Abos. Und Abos haben an halt in dieser Verkaufspsychologie einen sehr, sehr starken Impact, weil ich verkaufe dann ja im Prinzip nicht nur einmal ein Produkt, sondern ich verkaufe es einmal, aber monatlich beispielsweise wird es abgerechnet. Und das sind sehr, sehr starke Trends, die wir im Moment sehen und wo wir uns vor dieser, na, ich sag mal, Amerikanisierung des deutschen E-Commerce auch ja eigentlich nicht wehren können. Aber warum sollten wir das auch tun, ist aus unternehmerischer Sicht gesehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr smart. Software beispielsweise, da ist das sehr, sehr stark auf dem Vormarsch. Früher haben wir unsere Office-Lizenzen irgendwie gekauft und hatten die stationär auf unserem Rechner. Heute zahlen wir 5 Euro hier, 5 Euro da. Dafür haben wir da Nutzer und hier Nutzer für Online-Tools, die viel, viel besser sind, viel dynamischer, agiler in der Zusammenarbeit. Also Unternehmen, vielleicht hört ja gerade mal der eine oder andere zu, die sich noch lokale Excel-Tabellen oder lokale PowerPoint-Dateien zu schicken, die haben so große Effizienzverluste, das macht einfach keinen Sinn mehr. Auch nicht aus kostentechnischer Sicht eh nicht, aber auch aus arbeitseffizienztechnischer Sicht nicht. Und da sehe ich sehr, sehr große Entwicklungen, sehr, sehr große Trends und davon kann man partizipieren, wenn man diese Veränderung mitgeht, aber man kann das auch komplett verschlafen, wenn man sagt, nee, Veränderung, da habe ich keine Lust drauf. Nee, es ist, finde ich toll, wie du die Trends jetzt auch gerade nochmal zusammengefasst hast, weil das ist es nämlich genau, ne, dass man sich wirklich darauf einlässt und auch die Vorteile relativ schnell ja auch rauskriegt, ne? Also dass man auch online an einer Excel-Tabelle parallel arbeiten kann zum Beispiel, ne? Also das sind so Dinge, die ja einen riesen Vorteil haben, unheimlich effizient und dann gut, da hat man ein Abo-Modell für irgendeine Plattform, die man da nutzt und auch weil es ja nun auch ganz Stichwort Cybersicherheit gibt es ja auch inzwischen nicht mehr so die Befürchtung, dass die Daten sozusagen dann übermorgen woanders sind. Also da gibt es jetzt inzwischen auch ja Techniken, wo man dann die Sicherheit haben darf. Aber das sprachst du ja auch an, wie als mit der deutschen Mentalität vielleicht nochmal eine Spur vorsichtiger, als es vielleicht in anderswo auf der Welt ist. Ne? Ja, hochgradig spannend. Und ich bin und wie gesagt, Stichwort Veränderung auch, dass die einfach auch Spaß machen, dass man selber sich antrainiert, mit denen sich das mal anzuschauen und einfach Spaß zu entwickeln. Und man kann es ja auch mit mehreren gleichzeitig anschauen in der Regel und dann eben wirklich auch gucken, wo ist der Benefit und natürlich auch da selektieren, weil auch da gibt es ja natürlich
Also man sollte die Tools, die man nutzt, natürlich dann auch beherrschen, auch die Updates entsprechend wieder beherrschen. Also insofern auch da, die, was du ja auch klar gesagt hast, Fokus, eine klare Selektierung und dann eben mit den Veränderungen mitgehen. Mhm. Ja, yes. Definitiv. Hochspannend, ja. Jetzt, ja, als letzte Frage, wie stellt ihr euch denn da jetzt weiter auf? Habt ihr so einen Schwung jetzt für die, ja, absehbare vielleicht Nach-Corona-Zeit oder zumindest die, die wir uns ja wünschen? Oder ihr habt ja auch die Contra, die ja, sag ich mal, offline normalerweise ist. Ich glaube, ihr macht es jetzt so ein bisschen geswitcht, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein Teil offline. Ja, wie seht ihr das oder wie, welche Schritte werdet ihr jetzt fürs nächste Halbjahr erstmal machen? Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht kurz zur Contra, das ist unser großes Offline-Format. Die ist aber seit 2014 schon hybrid. Also es ist ein Offline-Format, was wir online streamen. Mhm. Jetzt war es die letzten 2 Jahre, die letzte Contra war gerade erst ein reines Online-Format. Das heißt, die Referenten waren entweder hier bei uns im Kölner Studio oder halt online per Zoom zugeschaltet. Alle Teilnehmer waren zu Hause. Jetzt nächstes Jahr planen wir wieder hybrid. Das heißt, 3-tägiges Event in Düsseldorf mit Messe, und mindestens 2 Bühnen, vielleicht sogar 3 Bühnen und ungefähr 2.500 Teilnehmer. Also wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt in die Vollen und planen damit, dass wir nächstes Jahr offline vollumfänglich veranstalten können. Und veranstalten können ist das eine, aber dass die Teilnehmer das auch wieder wollen, das ist gerade noch so ein bisschen fraglich. Wir erfahren das bei anderen Eventveranstaltern, die gerade versuchen, Tickets auch zu veräußern für Events, die veranstaltet werden dürfen. Aber das Interesse, sich mit 2.000 Leuten in eine Halle zu setzen, ist gerade noch, ich sag mal, reduziert, freundlich ausgedrückt. Aber Contra ist nächstes Jahr im Juni. Bis dahin ist noch sehr, sehr viel Wasser, was in den Rhein runterfließt. Und ich hoffe, wir haben Corona bis dahin vollständig überlebt in dem Sinne. Und deswegen haben wir da schon einen großen Fokus drauf. Aber wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten unser Geschäftsmodell doch deutlich geändert. Wir gehen auf Abo-Produkte, wie ich es auch gerade sagte, dem Trend folgend sehr, sehr stark. Wir gehen zusätzlich zu den Coaching-Angeboten, die wir machen, auch stärker in den Software-Bereich rein. Wir haben mittlerweile mehrere Entwickler zum Beispiel, Web-Developer bei uns im Team, die wir vorher einfach gar nicht brauchten, um da halt einfach auch ein komplett neues zweites Standbein aufzubauen. Und das funktioniert einfach besser als je zuvor. Also unser Steuerberater hat gesagt, Herr Klusmann, Ihr Unternehmen ist Krisenprofiteur, zumindest wenn man auf den Umsatz schaut. Auch für uns war das natürlich eine harte Zeit, aber wir leben Veränderungen sehr agil. Jetzt haben wir auch ein sehr junges Team mit 30,6 Jahren im Durchschnitt. Die sind da ein bisschen veränderungsbereiter. Und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Team-Spirit. Also wenn mein Geschäftspartner Chris und ich uns vor einer vorgesammelter Mannschaft stellen und sagen, Leute, wir haben jetzt eine schwierige Herausforderung. Wir haben uns Gedanken gemacht, das ist unser neuer Plan. Dann ziehen die auch alle mit und wirken auch proaktiv mit. Und das ist ja etwas, was man an vielen Stellen halt in Deutschland leider gar nicht sieht. Also schlimmstes Beispiel, ich habe versucht, einen Hochzeitstermin beim Standesamt in Köln zu bekommen. Also das kundenunfreundlichste Unternehmen, was ich je kennengelernt habe. Es ist leider kein Unternehmen, sondern eine Behörde. Also ganz, ganz traurig, wie man da mit zukünftigen Kölner Steuerzahlern umgeht, weil faktisch zahle ich gerade in Köln privat keine Steuern, will es aber gerne in Zukunft. Und das unterscheidet natürlich ein gutes Unternehmen auch von einem vielleicht nicht so guten Unternehmen, dass man nicht nur auf Märkte und Marketing achtet, worüber wir gerade alles kommuniziert haben, sondern dass man auch ein Team hat, was entsprechend das Ganze auch lebt und verkörpert. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch über uns selbst, der Fisch beginnt am Kopf anzustinken. Also es hängt natürlich vom Kopf ab, vom Chef in dem Fall, vom Geschäftsführer, vom Inhaber vielleicht sogar, welche Marschroute gibt er vor, lebt er das selber, was er sagt, ist er wirklich Vorbild oder lässt er die Mitarbeiter springen und lehnt sich selber zurück? Da muss sich vielleicht der ein oder andere Chef, ein oder andere Inhaber, vielleicht auch die eine oder andere Führungskraft selber einfach auch mal hinterfragen. Und das ist auch etwas, was wir in Zukunft lernen wollen. Wir haben gelernt, Homeoffice ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir hatten schon vor Corona Homeoffice und werden jetzt, sind gerade voll im Homeoffice. Wer will, keiner muss, alle können aber. Und haben jetzt auch eine gelockerte Homeoffice-Politik nach Corona im Prinzip. Nach Corona haben wir jetzt mal auf den 5. Juli definiert. Aber natürlich schauen wir aufmerksam auf die Entwicklung. Und das sind schon positive Sachen, wo wir eine ganze Menge mitnehmen können und wo wir uns auch eine sehr, sehr spannende Zukunft freuen. Und wir freuen uns vor allem darauf, jetzt auch all die Sachen machen zu können, die wir zuletzt nicht machen können. Und das ist etwas, wo auch wir quasi einen Neustart hinlegen. Nicht, dass wir viel neu machen, aber einfach auch diese Motivationswelle jetzt gerne einfach mal mitnehmen wollen. Das wird eine sehr, sehr schöne Zeit, glaube ich, jetzt die nächsten Monate.
Ja, das glaube ich total. Also ich merke das auch, dass man auch teilweise wieder umlernen muss, ne? Also so nach dem Erschrecken, dass da so viele Menschen zusammenstehen oder dass man auch wieder irgendwie sich körperlich näher kommen Ja. darf, nicht nur diesen oder was man sonst so alles jetzt Gebe hat. ich dem jetzt die Hand oder ist das noch nicht wieder angemessen? Genauso wie es zu Beginn der Corona-Krise-Frage war, darf ich dem jetzt noch die Hand geben zur Begrüßung oder ist das jetzt nicht mehr angemessen? Und jetzt haben wir das gleiche Spiel wieder rückwärts. Und auch ich habe mich jetzt letztens dran erwischt, wenn es hier Außengastronomie wieder aufmacht und so oder Innengastronomie, gehe ich jetzt da mit Maske in den Biergarten rein und setze sie dann ab, wenn ich mich hinsetze oder gehe ich direkt ohne Maske rein oder setze ich sie auf, wenn ich auf Klo gehe oder nicht. Also ich bin mittlerweile komplett auch durchgeimpft und solche Fragen stellt man sich dann plötzlich wieder. Aber das ist gut. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben sehr viel über uns gelernt und hoffen wir es besser für uns als Gesellschaft, für uns als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, auch als Unternehmen, daraus auch wirklich Rückschlüsse zu ziehen, die uns dann auch in Zukunft weiterbringen und diese Veränderung dann halt auch in Zukunft bei anderen Situationen nutzen zu können. Weil völlig klar ist doch, die nächste Krise kommt bestimmt. Also ich will jetzt kein Krisenprophet sein, aber die nächste Krise kommt unter Garantie. Aber es weiß halt keiner wann und es weiß auch keiner, was für eine Krise. So, das weiß man nicht. Aber es wird eine geben. Und wenn sie kommt, dann sind wir hoffentlich besser darauf vorbereitet, als das viele vor der letzten waren. Ja, das denke ich, wünschen wir uns jetzt allen, dass auch wirklich dieser Lerneffekt da ist, ne? Also es ist ja leider auch sehr menschlich nach dem Motto, man geht jetzt zur Tagesordnung über und nimmt eben nicht diesen Schwung oder dieses Momentum oder wie immer man das dann ausdrückt, mit jetzt auch wirklich diese Energie, diese Veränderungsenergie mitzunehmen, ne? Weil wie gesagt, du sagst ja auch, die nächste kommt bestimmt und ich meine, dieses Thema Klimawandel, das haben wir ja total auf der Uhr, oder sollten wir jetzt wirklich mal langsam auf der Uhr haben, weil es ja doch jetzt auch immer mehr Symptome gibt, die leider auch in Deutschland sehr klar zu sehen sind. Und Corona ist ja unter anderem auch eins, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man da zurückgeht, woher das Ganze eigentlich kommt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich denke, da waren Sehr ziemlich gerne. viele Nuggets dabei, die vielen mit Sicherheit weiterhelfen wollen, auch vor allen Dingen den Fokus zu schärfen und den Blick zu schärfen für die nächste Zeit. Und wir freuen uns jetzt einfach alle auch wieder, ne, so ein bisschen natürlich auch jetzt eine Sommeraufatmungswelle zu haben und dann schauen wir mal, was wir dann weiterbringen und wir stellen uns eben entsprechend auf. Ganz richtig, ganz wichtig, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt aktiv, seid proaktiv, ich glaube, dann seid ihr bestens dabei. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir, Thomas, und alles Gute und ich hoffe, dass du einen Termin beim Standesamt kriegst. Ne? Den habe ich zum Glück schon, aber das wird laufen. Das wird laufen, ne? Okay, alles Gute und bis auf demnächst, sage ich mal. Tschüss nach Köln. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, dem Podcast für deine Gehirnpower mit vielen innovativen, kreativen Ideen für ein neues Zusammenleben, ein neues Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Ein Feedback kannst du mir auch gern auf LinkedIn oder Instagram unter den Post zu diesem Podcast schreiben. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest du auf meiner Website www.drmariahoffacker.com. Ich freue mich, wenn du dich für weitere Themen interessierst. Und sage für heute Tschüss, kick your brain, alles Gute für euch und bis auf ganz bald.